Halt. Die Getränke werden noch gereicht. Prost. Das ist übrigens Cola, nicht, dass ihr hier denkt, hier ist irgendwas komisch. Also, hallo Werkzeugfans. Willkommen bei Gotus TV. Genau. Mein Name ist Sandra. Mein Name ist Sebastian. Und wir haben jetzt Spaß. Also nein, natürlich bin ich Sandra. Wer bin ich jetzt eigentlich? Was ist denn hier los? Fängt also, gut an. Mein Name ist Sebastian, das ist Sandra, ihr kennt uns. Und wir feiern jetzt, genau jetzt ist der Moment, wenn wahrscheinlich wie immer unsere Server zusammenbrechen, weil genau jetzt wird, nein, Spaß. Wie werden sie halten heute? Natürlich. Schreibt mal in den Chat, ob die Server halten, weil heute der große Bosch-Sale beginnt. Ja. Und zwar genau von jetzt bis Montag 23 Uhr. 59. Genau. Und in dieser Zeit gibt es 20% auf ausgewählte Bosch-Artikel. Artikel von Bosch. Und heute werden wir uns eine ganze Menge Artikel anschauen. Nicht alle, das schaffen wir leider in der Zeit einfach nicht. Und aber denkt dran, die meisten oder die coolsten oder die interessantesten. Weiß ich nicht. Das ist die Frage, was für euch am interessantesten ist. Ich glaube, wir haben mehrheitlich einfach gewürfelt und genau das haben wir auf den Tisch gestellt. Also ich bin happy mit dem, was da steht. Genau. Also, ich möchte zu dem ganzen Bosch-Thema mal ganz kurz erklären, wie läuft denn das Ganze ab. Ihr könnt zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen jetzt und Montag, 23 Uhr, 59. auf die Seite gotools.de gehen und dort habt ihr unseren großen Sale. Da geht ihr einfach drauf und da findet ihr 20 Top-Angebote aus dem Hause Bosch Professional. Wie zum Beispiel den hier, den 28DC und so weiter und so fort. Ich finde übrigens richtig coole Angebote mit auch richtig coolen Preisen. Da könnt ihr raufgehen und eine Sache ist schon mal vorweg gesagt, es sind 20 Artikel. Und wir haben nur begrenzte Mengen. Mhm. Ich weiß, das ist häufig so ein Spruch, wir haben begrenzte Mengen. Eigentlich haben wir 10.000, ja, aber wir haben wirklich nur begrenzte Mengen. So viel gibt es davon nicht. Und ohne Frage, es gibt Sets, die werden nicht so oft gekauft werden. Und es gibt Artikel, die werden richtig schnell weg sein. Also überlegt euch das. Ja? Schaut da mal vorbei. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt 20% auf diese Artikel. Und das Ganze macht ihr folgendermaßen. Ihr nehmt den Artikel, packt den in den Warenkorb und am Ende des Tages müsst ihr, kommt ihr weiter zum Kaufen und dann müsst ihr einen Code eingeben. Und zwar welchen? Welcher genau. Code war es eigentlich? Habt ihr das vergessen? Den blende ich doch glatt ein. Ganz kleinen Moment. Der Code? Gutscheincode ist GT-Pro. Alle Buchstaben groß, bitte. Genau, GT-Pro als Gutscheincode eingeben und das war's. Keine Sorge, steht alles auch auf der Webseite, überhaupt kein Problem. GT-Pro als Code eingeben und dann war es das. Aber das Besondere an diesem Sale ist, und das finde ich richtig gut, ich freue mich auch, dass Gotools in Zusammenarbeit mit Bosch das gemacht haben, nämlich es gibt auch immer das passende Zubehör. Denn kein Werkzeug ist gut ohne Zubehör. Was sollst du nur anfangen mit so einem Teil hier? Du kannst das Hammer benutzen ohne Zubehör, weil das ist ja so, was sollst du ohne so einen Bohrer? Und wenn, dann sollst du auch das beste Zubehör bekommen. Bei vielen Sachen ist es so, dass du dir das Expert-Zubehör dir noch dazu kaufen kannst. Nämlich genau auch darauf bekommst du 20% Rabatt. Das heißt, du musst das Zubehör nicht nehmen, du kannst aber. Es gibt jeweils 3 Zubehöre, heißt in Summe haben wir 80 Artikel im Angebot. Das heißt 20 Geräte plus nochmal 60 Zubehörer. Ganz wichtig für heute, wir werden heute auch spielen, nämlich um 2x250 € Einkaufsgutschein bei gotools.de. Genau. Wie kriegen Sie das nachher so? Wie machen wir das? Das werden wir euch nachher genau erklären, wenn das Spiel dran ist. Sonst werdet ihr zu nervös und es ist aber ganz einfach. Ich bin nur gespannt, ob du gewinnst oder ich. Er hat nämlich seine Ehre zu verlieren. Das stimmt, letztes Mal habe ich 2-mal verloren. Das war nicht schön. Nämlich wir werden wirklich für euch spielen und damit wird jeweils einer von euch, also 2 von euch werden heute den 250 € Gutschein bekommen. Mhm. Und den könnt ihr natürlich wieder hier im Sale einlösen. Und dann obendrauf kommt noch der richtig krasse Burner. Ihr könnt ja auch noch den Pro-Deal einlösen. Das heißt, im Zweifel, wenn ihr das Ganze gewinnt, gebt ihr nochmal 50 € obendrauf, bekommt Werkzeug, Zubehör und noch den Pro-Deal. Was ist denn hier los? Wir haben heute auch eine Premiere und vielleicht können wir kurz mal auf die Handkamera gehen. Nämlich, wir sind heute das erste Mal hier in unserer Scheune, im richtigen Gotools-Studio. In der Vergangenheit waren wir quasi, ich sage mal, im falschen, nämlich im Übergangsstudio, in der Werkstatt. Jetzt sind wir endlich mal hier und ihr könnt hier mal sehen, wir sind hier bei uns im großen Studio. Könnt ihr mal nach oben gucken hier. Endlich sind wir in der Scheune, da wo wir auch hingehören.
Es könnte sein, dass so ein ganz kleines bisschen mehr Hall da ist als im alten Studio. Da arbeiten wir gerade dran. Aber jetzt in Zukunft werden wir vor allem hier raus produzieren und hier unsere Videos für euch machen. Aber auch das hier muss nach und nach entstehen. Wir haben lange gebraucht. Jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich drauf. Der Fußboden steht schon da. Es kann losgehen. Genau. Und für euch, wir werden euch die Geräte alle zeigen. Und dann schreibt die ganze Zeit bitte Fragen rein. Und während ihr die Fragen anstellt, dann kann Sandra mir die Fragen weitergeben. Und dann beantworte ich eure Fragen zu allen Geräten, alles, was hier so rumsteht. Ich habe eine Frage. Der Hinweis noch mit dem Rechnungsdatum. Ah, genau. ProDeal. Wir gehen nachher nochmal auf das Thema ProDeal ein. Auch nochmal einzelne Geräte, wer ProDeal-fähig ist. Wer das nicht kennt, ihr kauft etwas, ihr geht auf die Seite von Bosch, registriert das Ganze und bekommt dann von Bosch ein zusätzliches Gerät zugeschickt. Zum Beispiel kann das sein, dass du irgendetwas kaufst im ProDeal und bekommst zum Beispiel hier so einen Akkuschrauber hier. Also als Solo-Gerät einen Akkuschrauber geschenkt. Oder du bekommst, wo haben wir es hier, zum Beispiel eine Stichsäge. Ja? Eine Bosch Professional Stichsäge, die 18 VLI, bekommst du einfach geschenkt. Und es geht immer pro Rechnungsbetrag. Genau, das ist pro Rechnungsbetrag gilt das Ganze. Und da wir jetzt gerade in den neuen ProDeal rübergehen, über den wir nachher gleich auch sprechen werden, beziehungsweise den ich euch immer als Hinweis gebe, ist es so, dass ihr auch den neuen ProDeal anwendet. Solltet ihr doch aus irgendwelchen Gründen den alten ProDeal anwenden wollen, bitte schreibt uns eine Mail nach dem Kauf und dann kriegen wir das auch hin. Genau. Ja, so. Ich würde sagen, genug gesabbelt. Wir könnten eigentlich anfangen. Loslegen? Genau. Was ist denn das erste Gerät? Das steht, also das sind diese vier, also mein absolutes Lieblings. Bohrhammer, geht immer. Rum. Dein Lieblingsbohrhammer, dein Ei? Das ist ja der neue. Das ist ja der neue, ja, genau. Das ist ihr neuer. Ich bin nicht der alte. Nee. Der alte kommt nämlich nachher auch noch. Echt? Ja, der 26F kommt da hinten. Das ist der neue. Sandras Lieblingsbohrhammer. Das ist der GBH28 DC. Und hat wirklich eine tolle Sache, nämlich genau diesen Griff. So wie du jeden normalen Bohrhammer eigentlich kennst. Die Akkugeräte haben sehr häufig andere Formen, hier aber nicht. Diesen Bohrhammer gibt es heute für, also jetzt im Sale für 239,99. Diesen Bohrhammer finde ich mega. Das ist ein echt cooler Preis und jetzt gibt es keine Ausrede mehr, einen richtig guten Bohrhammer zu bekommen. Das Schöne an dem ist, wir haben hier eine Form, die genau für den Bohrer hier gerade ausgerichtet ist. Das heißt, du hast hier deine Hand und führst den sehr gut und drückst genau Richtung des Bohrers. Bei den meisten anderen Akkugeräten hast du hier unten den Griff und hast eigentlich keine so schöne Führung, wie es eben bei dem hier der Fall ist. Zusätzlich ist es so, dass wir 3,4 Joule Schlagenergie haben. Damit kommst du überall rein. Das ist also als ganz normaler Bohrhammer. Okay, wenn du jetzt hier 68er Bohrkronen jeden Tag 300 versenken willst, dann ist wahrscheinlich ein anderes Gerät das Richtige mit ein bisschen mehr. Ja? Aber für die normalen Arbeiten, auch für normale Löcher, alles kein Problem. Was denn? Ah. Was ist denn das für mir? Na, was ich auf jeden Fall, hat Löcher gesagt. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, bei Helden der Werkstatt benutzen wir diesen Bohrhammer auch schon seit einer geraumer Zeit. Und hier in diesem Haus gibt es so viele verschiedene Steinarten und er hat uns noch nie enttäuscht. Das stimmt. Als Zubehör ist es so, dass ihr, wenn ich mich jetzt nicht total verguckt habe, gibt es eine Absauganlage. Das Schöne, oder eine Absaugung, die könnt ihr einfach nehmen, hier unten ranstecken. So, zack, habt ihr das Ganze dran. Das Schöne hier an der Absaugung ist, ihr habt keinen extra Motor, kein nichts, kein gar nichts. Das wird alles hiervon angetrieben und zwar sogar nur durch den Luftzug, der automatisch entsteht durch die Lüftung des Motors. Das ist richtig clever gemacht. Ihr könnt hier oben drauf, kommt wie nennt man das hier, Absaugschnuffi. Ja? Da kommt hier oben drauf, da geht der Bohrer durch und dann könnt ihr hier entsprechend bohren und dann wird das Ganze abgesaugt. Hier durch den Schnuffi, hier rein, hier durch und so weiter. Und hier habt ihr den Absaug, den Behälter und dann geht es auch schon los. Konnte man damit nicht auch die Tiefe schon einstellen? Ja, klar. Du kannst hier die Tiefe auch einstellen und zwar hier an der Stelle kannst du hier die Tiefe voreinwählen, ja, wo du anfangen möchtest. Kannst auch hier das nach hinten stellen. Wie tief du bohren möchtest, kannst du alles hier machen. Braucht man also kein Klebeband am Bohrer mehr? Kein Klebeband mehr am Bohrer, genau. Und das Ganze hier kostet ein paar Euro, ja, aber es macht mega Sinn, weil du brauchst nicht mehr eine zweite Hand. Das heißt, in unserem Fall, ganz wichtig,
Ich habe den Staubdings gehalten. Sandra hat gebohrt, weil es ihr so einen großen Spaß gemacht hat. Riesenteil, 239,99. Dazu gibt es auch noch mal ein dreiteiliges STS Plus Set. Was ist denn das? Habe ich gerade nicht im. Jedenfalls gibt es noch Bohrer, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Meißel? Ich meine ja. Ich weiß es nicht. Schaut einfach auf die Seite, da findet ihr das passende Zubehör. Klickt die mal zur Seite. Genau, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingswerkzeuge. Man muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil, mal her. Nein. Da ist ein Akku drin, den mache ich jetzt mal raus. Wenn Sandra das Ding hier in der Hand hat, wobei ist nicht geladen, dann ist egal. Siehste. Dann ist egal. So, also, wir haben hier einen Akkudagler. Ah, Moment, stopp, Ende aus, Ruhe, ich habe was vergessen. Was denn? Das Gerät hier ist ProDeal-fähig, sehe ich gerade. Richtig? Sehe ich das richtig? Das ist völlig korrekt, wenn das so drauf steht. Da ist so ein kleines, schönes Symbol drauf. Wir haben nämlich etwas für euch gemacht. Das stimmt ja. Richtig. Und zwar, für den ProDeal zählt ja der Grundpreis, nicht der rabattierte Preis. Normalerweise würde das Gerät hier 299 Euro kosten. Ja? Damit ist er ProDeal fähig. Bei einigen Geräten haben wir auch extra für euch das genau passend gemacht, dass das funktioniert. Der Rabattpreis ist egal. Es zählt der Grundpreis, den wir haben, nämlich der normale Preis im Shop, wie er normalerweise da ist. Dementsprechend, wenn du das Ding hier kaufst, du kaufst hier meinetwegen den Bohrhammer, dann bekommst du, wollen wir was auswählen hier? Zum Beispiel bekommst du eine Stichsäge. Ja, Säbelsäge kannst du dir aussuchen. Ja, aber auch eine Stichsäge kannst du dir auch aussuchen. Alles, was unten steht, bitte. Was? Das untere Regal sind die ProDeals, also der neuere ab 1.5. die Geräte. Da ist auch die Stichsäge mit dabei. Oder bin ich falsch? Das steht doch hier. Da steht extra nochmal nachgeguckt vorhin. Dann habe ich heute mal gelogen. Also, die Regie guckt nochmal nach. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Stichsäge mit dazugehört. Wir recherchieren nochmal. Auf jeden Fall kannst du dir zum Beispiel auch einen Akkuschrauber zuholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Akkuschrauber geht immer. So, und das ist auf jeden Fall der Fall. Ergo, das Gerät kaufen, Akkuschrauber zubekommen. Mega. Jetzt kommen wir zu dem hier. Das ist ein Akku. Nein! Und ich weiß auch ganz genau, warum hier keine Nägel drin sind, weil Sandra garantiert sonst wie wir bam. Guck mal, Michael Hohenforst aus dem Chat dachte, nur Männer mögen Nageln. Ich auch. Sandra nagelt gern. So. Also wir haben hier einen Akkunagler und das macht einen Spaß, das sage ich euch. Der Vorteil von dem Gerät ist wirklich, du kannst auch zwei Hölzer, wenn du also im Konstruktionsbau bist auch, kannst du super schnell bam, Nagel rein und es hält und macht und tut und funktioniert. Ja, das ist eine echt tolle Sache und macht richtig Spaß. Ja, steht, genau. Das Gerät bekommst du für 379,99, ist damit auch voll ProDeal tauglich. Du kannst auch hier das Gerät nehmen, zum ProDeal anmelden und bekommst dann dein entsprechendes Gerät kostenlos nach Hause geschickt. Wichtig zum ProDeal nochmal, das bekommt ihr nicht vom Händler. Also ihr müsst das kaufen, ihr bekommt das zugeschickt, ihr habt eure Rechnung und dann registriert ihr euer Gerät bei Bosch. Ich habe dazu auch schon diverse Videos gemacht. Schaut einfach auf gotholz.de vorbei, da kannst du es einfach mal anschauen, wie was so das nochmal funktioniert. Wichtig ist nochmal, das Zuschicken des ProDeals kommt nicht von eurem Händler. Ganz, ganz wichtig, weil es immer wieder falsch verstanden wird, das kommt von Bosch. Und manchmal dauert es ein bisschen. Ja. Okay. Kommen wir zum nächsten. Ein absolutes Meisterstück. Ja. Also wir hauen am Anfang schon richtig was raus hier, ja. Eine absolute geniale Säge ist genau die hier, die 68 GC. Ich freue mich auch, dass wir hier die GC haben, weil nur die GC hat diese Nut hier für die Führungsschiene. Nur die hat das. Es gibt die Säge auch ohne Führungsschienennut. Dann ist doof, weil ich möchte wirklich gerne, also ich kann wirklich super, super gut mit der hier arbeiten, wenn ich eine Führungsschiene habe. Ja? Dann kannst du präzise arbeiten, kannst genau auf der Linie arbeiten und musst nicht irgendwie eine Latte oder irgendwas. Ich fühle mich immer wohler mit einer Schiene.
Genau. Ist einfach sicherer. Was ich dazu sagen muss, das ist ein Biturbo Brushless Gerät. Das Ding hat also Kraft ohne Ende und das Ding heißt nicht umsonst 68 GC. Hier ist es so, wir haben 68 mm Schnitttiefe. 68, Freunde. Da gibt es wo hast du schon mal 68 Zentimeter, Millimeter Schnitttiefe? und trotzdem ist das Gerät so gut handhabbar. Andere Sache ist folgendes. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gerade drauf kriegt von oben. Da kann man das, glaube ich, ganz gut zeigen. Und zwar, wir haben hier den Knopf und drücken hier einfach nur drauf. Und dann können wir das hier schon verstellen. Nämlich, ihr habt keine hier nicht nur Schrauben machen, tun, irgendwelchen Mist, sondern ihr könnt einfach hier oben die Tiefe einstellen. Das heißt, ihr habt hier den Knopf, verstellt das einfach und könnt damit das einstellen. Und hier könnt ihr dann loslegen. Ja, wir passen auf, alles gut. Nicht die neue Werkbank kaputt machen. Und für mich ist es so, es macht total Sinn, zwei Sägen so in Kombination zu haben. Eine Tauchsäge und eine richtig gute Handkreissäge. Und die 68 GC, brutal. Ja. Ja, brutal, also nicht brutal schlecht, brutal gut. Als Zubehör gibt es verschiedene Sägeblätter. Und zwar gibt es ein Sägeblatt mit 48 Zehen, wenn ich das richtig gesehen habe, Expert für Wood Sägeblätter und so weiter und so fort. Also genau die passenden Sägeblätter hierfür. Denkt dran, dass es so ist, dass die Säge braucht ein Akkublatt. Ja? Allgemein, das ist eine Akkusäge, auch achtet bei allen anderen Herstellern überall immer darauf, dass ihr die passenden Blätter habt und auch die passenden Blätter für Längs- und Querschnitte. Ganz wichtig. Die ist auch Pro-Deal-fähig. Haben wir inzwischen rausgekriegt, ob es der richtige Pro-Deal ist? Ja, jemand hat noch Geräte hingestellt, von denen ich nichts wusste. Deswegen, ich war mir ganz sicher, dass ich die alle unten positioniert habe. Es ist natürlich die LI-Stichsäge, aber als Bügel oder als Stabvariante, weil unten drunter steht die mit Bügel. Ja, das gilt auch. Wir haben jetzt alle live gehört, ja, wie Andreas einen Fehler zugibt. Ich finde das toll. Anderen. Ich war vorhin so, der Andreas hat ja alles hingestellt, hat aber diese Säge nicht hingestellt. Habe ich dem Daniel gesagt, die will ich aber unbedingt haben. Ist auch eine gute Säge. Weil das hier ist die Säge, die wir seit Ewigkeiten benutzen und mit der wir richtig Spaß hatten. Und die bekommst du nochmal, ihr bekauft das Teil hier, bekommt diese Säge. Also, das ist schon geil. Vielleicht nochmal für ganz schnell. Kaufen, Säge, kaufen, Säge, kaufen, Säge. Also, das ist schon cool. Und jetzt überlegt euch mal, ihr bekommt diese Säge mit 20% Rabatt und bekommt noch eine Gratis-Säge, einen Akkuschrauber, Säbelsäge oder auch zum Beispiel einen Heißluftföhn oder. Ja? Was denn? Ja, auch der gehört zum Pro-Deal. Ja, ich habe nochmal geguckt. Okidoki. Jetzt sind wir mit der ersten Husche hier so ein bisschen durch. Eine Frage, geht der Shop? Hat einer was geschrieben? Es hat keiner irgendwas zum Shop geschrieben. Sehr gut, das freut mich. Okay, dann gibt es Fragen. Interessanterweise wird gerade einfach immer nur diskutiert, welches Gerät besser ist als das andere, beziehungsweise inwieweit das Pro-Deal fähig ist. Aber das klären die User hier untereinander. Sehr gut. Es fragen aber ganz viele Leute nach den Gartengeräten. Also im Sinne von, testet ihr hier bei GoTools demnächst auch die Gartengeräte? Ja, wir haben den Rasen... was? wir testen die Gartengeräte hier natürlich. Wir haben sie noch nicht da, wir erwarten sie aber in Kürze und werden die natürlich, sobald wir die hier haben, hauen wir sofort ein Video raus. Das, was ich jetzt gesehen habe und die es in der Hand hatten, waren alle begeistert. Super. Zwischenmeldung von Christian, der Shop ist online. Yes. Also das war, beim letzten Mal war es ja so, oder beim vorletzten Mal, dass die Server ja komplett gecrashed sind. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Seitdem haben wir da massiv dran gearbeitet, dass sie diesem Ansturm vor allem dann auch Bestand haben. Genau. Und ansonsten ist nochmal die allgemeine Frage aus dem Chat, ob die 20% auf alle Artikel von Bosch zählen. Leider nein. Das sind die Geräte, die wir euch heute vorstellen, beziehungsweise wie sie auch im Shop aufgelistet sind. Genau. Gibt es Gerätefragen? Nee, tatsächlich nicht. Bis jetzt freuen die Leute sich noch über das, was wir da haben und diskutieren, was wir vielleicht auch nicht da haben. Gut. Willst du mal gucken, ob irgendwas ist, ob ihr noch irgendwas findet an Fragen? Ansonsten bitte tut mir bitte einen Gefallen. Nummer 1. Wenn ihr Fragen zu den Geräten habt, schreibt die bitte in den Chat.
Wenn ihr uns ganz doll lieb habt, dann liked ihr bitte mal das Video. Und zwar genau jetzt. Genau, weil ich wette, du und du. Ihr habt das noch nicht geliked. Also bitte jetzt sofort liken. Technikfrage. Kann man die GKS 18V68GC auch mit 4 Ampere pro Core betreiben? Gute Frage. Ist eine gern gestellte Frage. Ja. Genau. Die 68GC ist ein B2O Brushless Gerät. Das heißt, die volle Leistung von B2O Brushless bekommt ihr mit einem 5,5 Ampere pro Core, aber auch mit dem 8er, mit dem 12er und so weiter und so fort. Ja? Ihr könnt das Gerät ohne Probleme mit einem 4 Ampere betreiben, auch mit einem herkömmlichen 5 Ampere und so weiter. Aber zum Beispiel mit einem 4 Ampere habt ihr nicht die B2O Brushless Power. Was jetzt nicht heißt, dass das Gerät dann schwach ist. Die dreht sich auch dann nicht nur so ein bisschen. Das ist ein richtig potentes Gerät, auch mit normalen Akkus. Die letzten Prozent bekommt ihr dann aber mit B2O Brushless, also mit Pro-Core-Akkus. Pro-Core-Akku ab 5,5 Ampere. Ich weiß, der 4er ist auch ein Pro-Core, hat auch riesen Vorteil, klein, kompakt, schön, aber der hat nicht die volle Power, um mit dem Gerät hier mitzuhalten. Ich meine, 68 mm Tiefe. Mhm. Brezelben schreibt, Vorschlag für Sandra, neues Werkzeug-Fanshirt-Design. Nageln macht süchtig. Ich werde es an GoTools weiterleiten. Das hätte ich gern. Wäre schon. Juti. So, ich habe nochmal drüber geguckt. Technikfragen waren jetzt erstmal keine soweit. Okay. Ach so, doch, zum Nagler. Welche Nägel passen in den Akkunagler? Da ist es so, dass die aktuell auch im Shop passend verlinkt sind. Wir haben sie auch hier. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr den Nagler im Shop anklickt, da sind auch die Nägel verlinkt. Wir können die ja vielleicht mal zeigen, wie die aussehen. Hier. Da kriegst du die Handkamera drauf. So sehen die Nägel aus. Das heißt, ihr könnt nicht irgendwelche Nägel da reintun. Ja. Normale Nägel schon gar nicht. Genau, das, so muss das Ganze aussehen. Und ihr seht schon, das ist jetzt nicht gerade nur kurzer Nagel. Ja? Da kann schon ordentlich was drankommen. Und jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Akkublättern. Bei den 1,4 mm Akku-Kreissägenblättern liest man viel, dass die auf der Länge verziehen. Passen auch dickere Blätter? Beziehungsweise stimmt die Behauptung überhaupt? Ja und nein. Es ist so, dass im Grunde kann man, ich würde anders anfangen, da möchte ich mal wirklich minimal ausholen. Und zwar ist es so, dass auch ich oder wir haben den Fehler gemacht, dass wir Akkublätter am Anfang falsch behandelt haben. Akkublätter müssen noch mehr, da muss man noch mehr aufpassen, dass sie wirklich für ihre Verwendung verwendet werden. Du kannst bei einem normalen Blatt ist es so, wenn du ein Querblatt für einen Längsschnitt nimmst, dann mag das Blatt das nicht, aber es quält sich dadurch. Wenn du bei einem Akkublatt ein Querblatt für einen Längsschnitt nimmst, also zu viele Zähne, zu wenig Spanraum, dann wird das enorm heiß und dann ist es so, dass Akkublätter dazu neigen, anzufangen zu flattern. Oder in eine bestimmte Richtung ziehen. Das ist mir damals mal bei Makita passiert. Das war ein echter Fehler. Mhm. Und da habe ich damals das Gerät auch zu schlecht bewertet, weil das Blatt ist immer wieder abgegangen. Und da ist es aber so, dass zum Beispiel sowas wie OSB teilweise ziemlich kritisch ist. Wenn du zu großes OSB hast, zu viele Zähne, das mögen Akkublätter nicht. Das heißt, du müsstest da eher ein Blatt mit weniger Zähnen nehmen. Das heißt, ja, sie sind empfindlicher. Nein, die können richtig was ab. Wir haben heute nämlich genau hier mit dem Daniel 8 Akkusägen, also 8 Akkusägen getestet und nur eine einzige hat versagt. Welches ist, seht ihr demnächst. Und die Blätter haben wunderbar funktioniert, war ein Längsschnitt in Buche. Und zwar 5 cm, fast 6 cm durchgezogen, ohne Probleme. Und kein Einzelblatt hat geflattert, das ist ganz wichtig. Weder Bosch, Makita, Milwaukee, was auch immer. Das hat wunderbar funktioniert. Also achtet drauf, das richtige Blatt zu nehmen. War jetzt ein bisschen länger, aber das ist so eine Mär, die erzählt wird. Natürlich bei einem Standardblatt, wenn du so ein richtig fettes Sägeblatt hast, ja, die haben ja teilweise auch mal 3 mm, oder es gibt ja sogar welche mit 4 mm, nicht eine Handkreissäge, Stammblattstärke, ja, in anderen Dimensionen. Ja klar, das prügelt sich überall durch, aber bei den Sägen muss man etwas mehr drauf achten. Eine letzte Frage, bevor wir zum Spiel kommen. Das würde mich auch gerne interessieren. Wir haben den ja immer nur mit Holz benutzt. Kann man die Nägel auch in Beton schießen? Nein. Okay, schade. Ganz einfach. Sonst hätte ich es mal ausprobieren wollen. Dafür gibt es andere Geräte, die das können, aber das von einem anderen Mal. Okay.
Gut. Aber doch, stimmt nicht. In nassen Beton. Also frischen. Nein, Spaß. Also nicht in Beton. Genau, wenn wir jetzt noch beim Nagler sind, kam gerade noch, jetzt kommt ihr mit Fragen. Kann man im Nagler auch Klammern benutzen? Nein. Nein. Ganz einfach. Aber es wäre cool. So, jetzt kommen wir zum Spielen. Spielen funktioniert. Wir spielen mit euch jetzt um 250 Euro. Du hast mir reingeredet. Entschuldigung. Also, wartet mal, erstmal müssen wir weg. Und hinfort. So, das nennt man übrigens fliegender Wechsel. So, wir spielen mit euch ein Spiel, was wir letztes Jahr gespielt haben mit den Zuschauern. Nämlich, wie heißt das eigentlich? Wie heißt denn das? Schlittenfahren. Was? Wir haben jetzt Sommer. Ja. Okay, wir fahren jetzt Akkuschlitten. Mhm. Das haben wir bei der... Kurze Unterbrechung. Ja. Die Bergbank muss doch morgen. Was denn? Ja, da sind extra Markierungen auf dem Boden. Ja, okay. Besser ist, ne? Okay. So, jetzt hättest du. Ach, jetzt darf ich. Ja, du darfst. Wollte ich ja gerade. Also, wir werden gleich per Zufall jemanden von euch aus dem Chat auswählen. Zwei. Nee, wir spielen das Spiel zweimal, deswegen wählen wir jetzt erst nur einen aus. Nein, zwei. Zwei. Wir werden zwei von euch auswählen. Für eine Wenn die Verwirrung verwirrt ist. Genau. Sebastian wird für einen spielen, ich für den anderen. Per, ich denke mal, Steinschere Papier werden wir auslosen, wer anfängt. Und dann müssen wir einen Akkuschrauber von einem definierten Platz aus über das Spielfeld ziehen, innerhalb des vorgegebenen Weges. Das Ganze läuft natürlich auf Zeit. Sollte der Akkuschrauber umfallen, muss man von vorne anfangen, beziehungsweise es gibt so Sicherheitszonen, wo man zurückspringen darf. Ende vom Lied ist, gewonnen hat der, der die wenigste Zeit gebraucht hat. Wer stoppt eigentlich? Daniel? Daniel stoppt, genau. Und ich stopp für dich. Ja? Nee. Sebastian hat nämlich seine Ehre zu verteidigen. Beim letzten Mal hat er verloren. Beide Spiele. So, Frage an die Jury. Haben wir schon zwei Spieler? Wir haben den ersten. Die Frage ist jetzt aber, wer von euch kriegt ihn? Ich krieg die eins. Du kriegst die eins? Na gut, dann heißt dein Spieler Markus Heeren. Markus. Also okay. Markus. Okay, Markus, dann das für Markus. Und für wen spiele ich? Einen kleinen Moment. Colli. Wir nennen sie Colli. Colli. Ja, C-O-E-L-L-E. Fornication. Fornication. Ich weiß nicht genau, ob es Englisch ist oder nicht, Französisch. Das ist doch wahrscheinlich wie die Serie. Na, an Californication. Also Californication. Californication. Okay, für euch beide spielen wir. Komm, wer darf jetzt anfangen? Ohne Brunnen. Aber mit Feuer. Hör auf. warte, ich muss ja überlegen. Das heißt Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, Kacke. Fängt gut an. Okay. Also wichtig ist, dass auch das Band immer so leicht auf Spannung ist. Und das hier ist die Markierung. Dahinter darfst du nicht anfassen. Du darfst maximal bis hier, höchstens bis da. Also ich muss jetzt anfangen? Nein, ich. Aber ich wollte dir das nochmal erklären, wo du deine Hände haben darfst. Du willst auch anfangen? Ja. Okay. Wie? Ich darf meine Hände nur da haben? Nur da? Ja, da liegt. Das geht schon wieder echt gut los. Ja, okay, wir fangen an. Gut, Daniel, du zählst mich ein. Ja. Passt du auf, falls er runterfällt? Drei. Ey. Willst du ihn nochmal ausrichten? Nein, er steht gut. Okay. 3, 2, 1, go. Oh. Beim letzten Mal hat es besser geklappt. Nein, ich bin noch innerhalb der Linie. Man darf nicht drüber kommen. Das ist der erste Sicherungspunkt. Also ich habe die Spielregeln gerade nicht mehr ganz vor mir, aber gab es nicht sogar ein Zeitlimit? Wir machen jetzt ja gerade auf Zeit. Nein, in den Spielregeln steht die geringste Zeit. Geringste Zeit. Mir wurden die Spielregeln vorhin extra nochmal vorgelegt, damit ich sie extra lese. So, wo sind wir? Wie viel? Wir sind jetzt bei 33 Sekunden. Gut.
Markus, ich gebe alles. Ich hoffe, dass Sebastian sowieso dreimal runterfällt. Was? Ja, ja. Ich weiß, es geht schneller. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Zum Glück fahren wir nicht mit Auto. Das würde anders aussehen. Ja, dann würden wir mit 280 aus der Kurve fliegen. Na? Du machst das aber auch gut. Ich mach's langsam. Was ist denn hier los? So. 1:15:30. Das ist ganz schön lange, aber das muss Sebastian erstmal schlagen. Okay, also 1:15:30. Und du musst auch hier rein, ja, also wirklich komplett drüber sein. Okay, ich möchte aber der Fairness halber mit deinem Spiel spielen. Ja, möchte, kannst du ja. Ja, 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 ja. Muss ich nur mal gesagt haben. Wo startet ihr? Nicht da oder da? Ich glaube hier, wo ich starte. So. Ja. Ja. Okay. Päpstlicher sein als der Papst, ja? Was hast du denn mit dem Papst? Nix. Und denk dran, nicht drüber wegfassen. So, ready? Ja. 3, 2, 1, go. Ich gucke genau hin, sag ich. Nicht über die Linie, hast du gesagt. Ja? Das heißt, berühren auch, darfst du, aber darfst nicht kann drüber. Kann die Linie mitnehmen? Ah, das war knapp. Noch komm, so ein Ding Augenring. Ich habe bei dir noch auch nicht so, genau geguckt. Noch so ein Ding Augenring. So genau habe ich nicht geguckt bei dir? Ich habe zwar keine Brille auf, aber ich kann das ganz genau sehen. So. Wir sind jetzt bei 23 Sekunden. Da war es dann schon mal 30. Nicht in der Richtung stehen, ja? Nicht, ja. Na. Da, also das zählt, komm. So. Das war aber die letzte Verwarnung. Nicht mit Verwarnung hier. Doch. Mhm. Ja. So. Oh, ich war zu langsam. Oh. Er muss stehen bleiben im Ziel. Tada! Da hast du Glück gehabt. 55 Sekunden 62. Darf ich jetzt wieder hier anfassen? Markus, es tut mir leid. California Cation, herzlichen Glückwunsch. 52 Euro. Und da kannst du auf jeden Fall schon ordentlich was mit anfangen. Ja. Und einlösen. Wie ist das eigentlich, Andreas? Bekommen Sie das so schnell, dass es noch für den Pro-Deal funktioniert? Kommt drauf an. Wenn das ihr heute hier gewonnen habt, dann meldet euch, geht auf die Gewinnerseite von GoTools. Dort könnt ihr euch melden. Wenn ihr das schnell macht, dann klappt es noch heute mit dem Deal. Also nicht heute vielleicht noch mehr, aber morgen wird es auf jeden Fall da sein. Na ja, jetzt los. Naja, also auf, ihr müsst euch beeilen. Auf jeden Fall steht der Gewinner ab dem Dienstag, 2.5. auf der Seite mit gelistet quasi. Ab man kann Dienstag gucken. Ist so spät. Ja, es tut mir leid. Aber es sind 250 Euro. Erst ab Dienstag? Und der Prodi gibt es trotzdem weiterhin. Na gut, tut mir leid, dann wird es finanziell nicht mehr reichen, aber ihr bekommt zumindest das Ganze, könnt ihr ein Pro-Deal trotzdem machen. So, dann hinfort. Ich glaube, das Ganze nennt sich in Vorleistung gehen. Ach so, könnte man auch machen. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, aber ich kann zwischendurch mal eine Kleinigkeit trinken. Nochmal für alle, das ist eine Cola. Das sagt er immer. Das Rum mit drin. Nein, da ist kein Rum drin. So. So. Nein, das ist schon gut so. Wir müssen die vordere Ausrichtung machen. Okay. So, machen wir weiter. Heiter Tja. Weiter. So, heiter weiter. Wir haben jetzt ein absolutes Sahnestück dabei. Das hier stelle ich mal ganz kurz zur Seite. Das muss ich zur Seite stellen, weil ich muss die Säge mal richtig zeigen. Ich weiß, dass das hier, diese Säge, ist total kontrovers betrachtet. Nämlich, warum? Das ist eine Akku-Kappsäge. Das ist eine Akku-Kappsäge. Warum kontrovers? Weil Leute sagen, hä, Kappsäge, stecke ich in den Stecker, dann ist gut. Das Interessante an der Kappsäge ist Folgendes. Selbst bei uns ist es so, dass wir haben hier ein Haus und wir haben auch Strom. Ja? Wir sind hier nicht irgendwo in der Pampa, sondern wir haben hier auch Strom. Aber auch wir benutzen andauernd hier die Akku-Kappsäge. Warum?
weil wir dann kein Kabel ziehen müssen. Wir können einfach sagen, komm, lass uns jetzt hier mal, wir haben mobile Werkbänke, schnell hier mal was machen, lass uns mal das machen, lass uns das machen und so weiter und so fort. Und wir brauchen einfach dann in dem Moment auch kein Kabel, über das wir fallen können. Es gibt tausend Gründe. Das ist auch super, um mal auf der Terrasse was zu machen, um im Garten mal was zu machen, vor allem aber, um mobil beim Kunden zu sein und beim Kunden im Rohbau, wo auch immer, sofort kannst du loslegen. Auch das hier ist ein Bithobosches Gerät. Du brauchst hier 5,5 Amperestunden, um mindestens die Leistung zu haben, also die volle Leistung zu haben mit einem normalen, selbst ich habe auch schon mit einem 2 Ampere uralt Akku, nee, 1,5 Ampere uralt Akku, auch schon gearbeitet, auch damit schneidet sie, hat nur nicht die volle Kraft. Wir haben hier aber nicht irgendeine Version, sondern die DC. Bei der DC ist es so, die hat alle Funktionen, also ist das, Full Featured heißt das Ganze. Wir haben zum Beispiel Licht, wir haben Laser, wir haben den anderen Tisch, wir haben Verstellungsmittel, alles. Es gibt nichts, was diese Säge nicht kann. Und was besonders cool ist, sie schafft halt irre viele Schnitte. Wie viel waren das nochmal? Ich glaube 388. 300, war das 388? Ja, stimmt, es waren fast 100 Schnitte mehr, als wir dachten. Genau. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, schlagt mich nicht, war es so, dass Bosch original gesagt hat, hiermit schaffst du so 250 bis 280 Schnitte. Und wir so, okay, sägen wir mal. Ja, bei 280 hatte der Akku aber noch so viele Sterne, dass wir gesagt haben, machen wir weiter, weiter, weiter. Und nachher waren es 350, 380 Schnitte. Also es ist irre, wie viel. Überlegt nochmal, mit einem Akku, das war glaube ich ein 8er? 8er, 12er? Ein 5er? Also mit einem normalen Akku kommst du hunderte von Schnitten weit. Und wie viele Schnitte machst du nur in einem Tag? Ja, das ist eine gute Frage. So, diese Säge kostet 439,99 €. Kostet normalerweise einen Preis von 550 Euro fast. Ja? Das Ganze ist Pro-Deal-fähig. Das heißt, du kaufst jetzt zum Beispiel diese Säge und sagst, wenn ich schon säge, dann sägen wir doch gleich mal weiter. Du nimmst hier zum Beispiel hier eine Stichsäge. Kannst du im Pro-Deal dazu, gratis dazu bekommen. Nochmal, gratis. Quasi kostenlos, außer du musst die Säge kaufen, aber die bekommst du. Oder du kannst eine Bügelsäge kaufen, Stichsäge, eine Bügel oder eine Säbelsäge. Wir sind ja beim Thema Sägen. Ja, Säge, 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 auch das kannst du bekommen. Und Akku, was auch immer. Weil ich es noch nicht gesagt habe, du kannst auch im Pro-Deal Folgendes bekommen, und zwar eine Leuchte. Und es gibt noch eine Sache, die ich auch ganz cool finde, ist, du bekommst einen Werkzeugkasten, kannst du dir auch holen, mit Handwerkzeug. Mal als generelle Frage, weil das auch im Chat immer wieder gefragt wird. Die Pro-Deals laufen länger als nur dieses Wochenende. Ja, ganz wichtig. Also das hier, diese 20% Rabattaktion, die läuft bis zum 1. Mai 23.59 Uhr, also bis Montagnacht. Aber die Pro-Deal-Angebote gibt es wesentlich länger. Genau. Die Pro-Deal-Angebote gibt es immer 4 Monate und der Zeitraum beginnt genau jetzt, beziehungsweise eigentlich am 1.5. Aber das Ganze hier gilt jetzt schon für den nächsten Pro-Deal. Wie ich vorhin gesagt habe, wer den alten Pro-Deal noch haben möchte, meldet sich einfach per Mail. Genau. Gibt es schon zu der Säge irgendwelche Fragen? Nee, der Chat ist da heute recht zurückhaltend, was Fragen angeht. Zurückhaltende Fragen? Ja. Okay. Wenn ihr Fragen zu der Säge habt, schreibt es bitte in den Chat. Würde mich interessieren, was ihr zu so einer Säge so für Fragen habt. Oder? Mhm. Ja. So, jetzt nehme ich mal die Säge und stelle mir die mal hier an. Ich habe das Gefühl, weil das Bosch-Geräte sind, kennen sich unsere Zuschauer einfach zu gut damit aus. Ihr habt alle die Videos gesehen, oder? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe hier viel zu wenig Likes. Was ist denn hier los? Stimmt. Was ist denn hier los? Viel zu wenig Likes. Bitte alle mal den Livestream liken. Ja, like doch mal hier den Stream. Irgendwie passiert hier nichts. Will ich mal was sehen? Was ist denn hier los? Oder ist es nicht aktuell hier? Doch, eigentlich schon. Tu mal so. Wir machen mal einen Reload hier. Upsi. Okay. Es sind 247 Likes, aber trotzdem, da können ruhig noch ein paar mehr Likes dazukommen. Ja, also immer rein mit den Likes. Kann man die Säge in der Tiefe einstellen? Tom Müller fragt. Ja, man kann hier die Säge in der Tiefe einstellen. Und zwar gibt es eine Begrenzung. Und zwar hier. Da kannst du die Tiefenbegrenzung einfach einstellen. Das ist kein Problem, sodass du nicht immer auf der vollen Tiefe arbeiten musst. Weil du sie gerade so herzhaft hierher gezogen hast. Was denkst du, wie schwer ist die? Ja, das nervt jetzt hier. Eigentlich gar nicht so schwer. Der Vorteil der Säge ist, du kannst die tragen über diesen Griff. Ja, du kannst sie einmal so tragen und du kannst sie auch so tragen.
Das ist ein Riesenvorteil. Ich glaube, die wiegt so um die 15 Kilo. Also ich sag mal so, wenn wir hier am Bauen sind, trage auch ich die Säge hin und her. Jo. Ja, ohne Probleme. Es ist jetzt, ihr müsst eine Sache beachten. Heute war ein schwerer Tag. Ich habe heute Morgen um 8.35 Uhr mich an diese Werkbank gestellt und habe von 8.35 Uhr bis jetzt für euch hier Videos gedreht. Das war nicht einfach. Auch der Daniel, der hier drüben steht, auch seit 8.35 Uhr. Ist das Blut? Okay, wahrscheinlich ist kein Blut. Schweißtropfen. Aber was ist denn das? Das war ich, das war's vom Lasieren. Also ich bin seit 8.35 Uhr hier am Machen und ich bin schon ein bisschen... Oh, ja. Okay, weiter geht's. Nächstes Angebot. Ach so, Zubehör. Was ist eigentlich das Zubehör dafür? Das ist bestimmt Sägeblätter, oder? Genau. Ah, coole Sache. Du kannst mit dem hier auch Aluminium sägen. Das heißt, gibt's auch Aluminiummaterial, also Aluminiumblätter. Was ich besonders feiere auf der Säge, was quasi mein immer drauf auf der Säge ist, es gibt ein Kombiblatt, mit dem kannst du Holz und Aluminium schneiden. Das stimmt. Sodass du mal das und mal das machen kannst, kann ich nur empfehlen. Mega gutes Blatt. Nochmal für die später zugekommen sind, wir haben 20 Bosch-Artikel, auf die gibt es 20%, plus nochmal 60 Zubehörer, auf die gibt es auch 20%. Jeweils zu jedem Gerät gibt es 3 passende Zubehörer, die du dazu kaufen kannst, aber nicht musst. Du kannst natürlich auch das eine Gerät kaufen und das Zubehör vom anderen, also das ist völlig egal. So, kommen wir zum nächsten, zu einem Klassiker ebenfalls. Ich reiche dir den Zettel und jetzt muss ich mal kurz im Lager was nachgucken. Jetzt kommen wir nämlich genau zu eigentlich meinem T-Shirt. Auf meinem T-Shirt steht drauf, hast du kein GOP, dann hast du kein GOP. Das hier ist ein GOP. Für die, die es nicht kennen, wir haben hier einen Multicutter. Der ist dafür da, um, Moment, mal kurz hier gucken, um entsprechend deine Probleme zu lösen. Nämlich du kannst ihn nutzen. Kannst ihn einstellen, wo immer du hinhaben willst und kannst jetzt hier an der einen Stelle so, kannst hier so arbeiten. Das macht richtig Spaß. Der GOP 18V28, den wir haben, ist ein Gerät, das gibt schon ein paar Tage auf dem Markt. Und fast so lange wie es den gibt, habe ich ihn auch schon. Und so lange wie es den gibt, ist er mein absoluter Problemlöser in fast jeder Situation. Macht riesig Spaß, damit zu arbeiten. Und ich bevorzuge auf jeden Fall auch den gegenüber der Kabelvariante. Immer den hier, nicht die Kabelvariante, weil der hier eine Sache kann, nämlich er ist sofort und überall einsatzbereit. Ich muss kein Kabel hinziehen, keine Verlängerung, kein gar nichts. Wie oft habe ich schon oben in irgendeiner Ecke, da musste jetzt noch mal was abgemacht werden. Und mit dem Kabel, boah, wer will denn das? Ja? Deswegen hier mit Akku. Empfehlen würde ich euch immer den 4 Ampere Pro Core, weil der genau hier unten in der Tiefe des Geräts passt. Ja, das nur noch dazu. Auch hierfür ganz wichtig, das Gerät lebt. Das ist ein Gerät, was ultimativ vom Zubehör lebt. Warum? Ihr könnt eine Standardklinge nehmen, aber jetzt sagt ihr, ich habe jetzt irgendwo Stücke Metall. Das hier sofort tot. Das ist nämlich für Holz. Dafür braucht ihr ein Metallblatt. Oder ihr könnt damit auch Fliesen raustrennen. Ihr könnt Teppich vom Boden nehmen. Fliesen nicht zu unterschätzen. Warum? Hast du eine kaputte Fliese? Hast du schon mal eine kaputte Fliese rausgetrennt? Hast du das schon mal gemacht? Macht keinen Spaß. Mit dem GOP nichts ist einfacher als das. Schön die Fugen auftrennen, bam, 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 geht super schnell, super smooth, kein Problem. Deswegen Zubehör. Wir haben hier Zubehörpakete. Du kaufen kannst ein kleines oder auch ein großes Zubehörpaket. Was ist das dritte eigentlich noch? Als drittes haben wir ein weiteres Paket für Renovierungsarbeiten. Ja? Bei den Paketen ist es so, du hast hier verschiedenes Zubehör drin. Was du auf jeden Fall brauchst, wenn du so ein Gerät kaufst, so ein Multicutter kaufst, dann kauf dir auch das passende Zubehör, also mindestens mal ein Zubehörpaket, um mal so richtig loszulegen. Bei dem hier zum Beispiel, das hier ist dafür da, um zum Beispiel Fliesen rauszulösen. Du kannst das Gerät übrigens auch als Delta-Schleifer einsetzen. Ja? Wer das nicht kennt, ganz einfach nehmen und los und schon hast du einen Delta-Schleifer. Das ist der Hammer, oder? Magst du den GOP? Ich liebe den GOP. Sie liebt den GOP. Ja, das Ganze für 151,99 im Angebot. Und also bei 151,99 gibt es überhaupt nichts mehr zu sagen. Ja? Also knick, knack, kaufen. Also wer hier kein GOP kauft, ist selber schuld. Wer allgemein kein GOP hat, ist selber schuld. Also jetzt gibt es auch keine Ausrede mehr. Hast du kein GOP, hast du heute nicht zugeschlagen, dann selber schuld.
So. Nächstes Angebot. Oha, jetzt kommt Sandras große Liebe. Und zwar der 26F. 2,6 Joule Schlagenergie in einem schönen Gehäuse, einem formschönen Gehäuse. Ich finde ihn ja schön klein und praktisch. Und ja. Macht alles. Genau, der 28DC ist größer. Ist das neuere Gerät? Ja. Sandra hat, glaube ich, den Ton noch nicht an. Was ist denn hier los? Wir haben Ton dabei. Also, jetzt? Das hier, der 26F ist etwas länger als der 8, kürzer als der 28DC. Ja. Ist ein Gerät, was auch schon ein, zwei Tage länger auf dem Markt ist, aber ein richtig, richtig gutes Gerät. Was ich hier, wie du halt sagst, der ist kürzer. Und gerade wenn man dann weiter oben arbeitet, finde ich, hält der sich besser, weil man dann nicht den Arm hier hinten hat. Also es ist wirklich auch Geschmackssache, aber auf jeden Fall ist es ein gutes Gerät. So. Hier im Angebot bekommst du einen Koffer, du bekommst das Gerät, du bekommst ein Akku-Ladegerät und bekommst die passende Absaugung. Hier, diese Absaugung hat einen Unterschied, und zwar ist das eine aktive Absaugung. Hier hast du wirklich Kontakte hier drin und über diese Kontakte wird das verbunden, das Gerät verbunden. Mach es einfach mal. Das Interessante an dem Gerät ist, im Gegensatz zum 28, das hat er nämlich nicht, hat das Gerät einen Nachlauf. Ihr habt den folgenden, ihr habt den Vorteil, jetzt ist doch mal ab hier. Ihr kennt das doch von Absauganlagen. Die haben ja, wenn ihr es ausmacht, beziehungsweise wenn das Gerät ausgeht, dann saugen sie ein bisschen länger noch nach, damit wirklich nicht nur aus, sondern auch das, was im Rohr noch ist, was vorne im Loch noch ist, dass das wirklich mit abgesaugt wird. Zum Beispiel, wenn ihr das Gerät ausschaltet und zieht es aus dem Loch, aus dem Bohrloch raus, dann saugt ihr noch weiter ab. Ich möchte das mal ganz kurz demonstrieren. Ich hoffe, der Ton hält. Ja. 21, 22, kein Problem. Das macht er und man muss ja auch sagen, er sieht schon cool aus, oder, Freunde? Ja, was ich daran cool finde, ist, wir haben zu Hause, wie viele von euch sicherlich auch, so eine ganz klassische Fotowand. Oh ja. Da hängen wahrscheinlich so um die 70 Bilder, 60. Ja, das kann schon sein. Und die habe ich alle damit gemacht. Und nachdem ich mit den Löchern fertig war, musste ich fast nicht mehr saugen. Also wirklich, auf dem Fußboden war kaum noch was zu sehen. Ja, ja. So gut ist die. Nee, wirklich. Es ist echt erstaunlich, was man damit machen kann. Ich habe das System ja vorhin erklärt. Hier ist eigentlich noch so ein kleiner Schnuffi dran. Und bei dem, also hier vorne ist der Schnuffi noch dran, da steckst du den Bohrer durch und dann wird genau an dem Punkt abgesaugt. Echt cool. Ja. Das ganze Gerät, Akku, Lader, Sauger, Koffer, alles zusammen zum Preis von 431,99. Nicht zu unterschätzen, das Gerät hat auch einige andere Funktionen, wie zum Beispiel einen Sanftanlauf, den man hier einstellen kann und so weiter und so fort. Also das sind bis 70, wo man langsam hochrennt. Ach, ihr kennt das ja alles selber. Dazu gibt es auch Zubehör. Ah, jetzt habe ich das Zubehör weggepackt hier. Moment. Zubehör! Und zwar... Steht keins da. Habe ich vergessen. Da gibt es garantiert die gleichen Bohrer oder ähnliche Bohrer wie vorhin auch. Genau. Also ich vermute mal Bohrer. Ich vermute es auch. Ich kann es gerade nicht genau sagen. Ich asche auf mein Haupt. Aber dafür habe ich eine gute Nachricht. Der Christian, der bei GoTools an den Turntables steht für euch, der hat gesagt, dass er die Gewinner vom Spiel morgen noch freischalten kann. Perfekt. Gucke. Also, Daumen drücken, wird schon klappen. Kein Stress, also wer heute gewinnt. Californication, dein Gewinnspiel, dein Gutschein kommt schneller. Und wir spielen noch eine zweite Runde nachher. Genau, wir spielen nachher noch eine zweite Runde, also bleib auf jeden Fall dran. Du hast noch die Chance auf einen 250-Euro Einkaufsgutschein, den du in diesem Ziel einlösen kannst, wenn ihr schnell genug seid und euch meldet und dann wahrscheinlich noch den Podium abgreift. Ja, ich wollte es irgendwie besser sagen, aber so ist es halt. Okay. Ich würde sagen, nimm mal das hier runter, mach mal ein kleines bisschen Platz, weil jetzt brauchen wir etwas mehr Platz für das nächste Angebot. Ja. Okay. So viel Zettelkram hier, das räume ich hier auch mal weg. Guck mal hier. Tüdelkram bleibt Tüdelkram. Ach du meine Güte, was haben wir denn hier alles? Das. Jetzt ist, der Rest denn da drin? Ach so. Stimmt, habe ich ganz vergessen, was da alles dazugehört. Und zwar... Ihr bekommt in einem Set, das ist das Problemlöser-Set, 18 Volt. Ihr bekommt nämlich drei Geräte. Deswegen brauche ich es gar nicht so weit wegnehmen. Nämlich, ihr bekommt den Multicutter, also den GOP. Ja. Dazu bekommt ihr hier unseren Schlagschrauber, den 300er. Moment, so.
Was denn? Was hast du dafür, dass das klingt? Ganz niedlich. Wenn er schlägt, ist er ein bisschen lauter. Und ihr bekommt natürlich auch noch den... Wo ist er? Hier ist er. Den GWS 18V7. Ich muss kurz überlegen, ob es der 7 ist oder ein anderer. Ein GWS 18V7. Einen wunderschönen 18 Volt... Ist gut bei dir? Ich gucke nach Fragen. Ja. Genau. Ein 18 Volt Winkelschleifer. Dazu bekommt ihr noch Akkus. Gibt es da noch Akkus? Ja. Genau. 2 4 Ampere Pro-Core. Wir haben leider gerade keine Pro-Core hier auf dem Tisch. Doch, hier. 2 4 Ampere Pro-Core gibt es auch noch dazu. Und einen passenden Lader. Das ist doch der Hammer. Für 504. Stimmt der Preis? Wenn Christian den geschrieben hat. Stimmt der Preis, Andreas? 543,99 €? Das stimmt, das steht bei mir auch. 543,99 €. Oh. Jetzt ist die Einblendung auch da, wo nochmal alles aufgelistet ist. Also, wenn es falsch ist, ist der Christian schuld. Hallo Christian. Nee, finde ich einen krassen Preis. 500, das ist schon sehr geil. Also 543 €. Originaler Preis waren 680 €. Also wir sind bei 543 für einen Schlagschrauber 300 Newtonmeter. Mit dem kannst du zum Beispiel wunderbar deine Reifen wechseln. Zum Beispiel und auch viele andere Sachen machen, sehr große, massive Schrauben zum Beispiel auch reinschrauben. Du hast endlich deinen GOP zur Hand, endlich den heißgeliebten GOP. Du hast ihn da. In einem Set. In einem Set. Und du bekommst auch noch den Winkelschleifer. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, einen guten Winkelschleifer zu haben. Das war der Hammer. Dazu gibt es bestimmt noch schönes Zubehör, wie zum Beispiel, eine Schrubbscheibe. Moment. Eine Schrubbscheibe, tolle Sache. Steckschlüsselsatz und für den GOP gibt es zum Beispiel auch noch anderes Zubehör, das für einen Bodenbelag sein, womit du zum Beispiel Bodenbelege wunderbar abtragen kannst. Ist übrigens sehr erstaunlich, wenn du mal einen Teppich abgezogen hast oder wenn du andere Sachen gemacht hast und du hast dann Klebereste oder musst einen Teppich lösen, musst irgendwas vom Boden, oh, wie gut und wie leicht das auf einmal geht. Ja? Wahnsinn. Oh, war es das jetzt von dem Tisch hier? Aber wir haben endlich mal Fragen hier. Genau. Das wäre jetzt das nächste gewesen. Im Chat hat gerade noch mal jemand gefragt, nach dem Kauf, wo er denn die Seriennummer des Gerätes herkriegt, damit er sich bei dem Pro-Deal anmelden kann, also registrieren kann bei Bosch. Ganz einfach, das steht nachher auf der Rechnung. Die Seriennummer steht auf der Rechnung? Bestimmt. Also auf jeden Fall steht also die Artikel, die Artikelnummer, ja. Ach, die Artikelnummer steht auf der Rechnung, aber muss man... Artikelnummer steht auf dem Rechner. Dann muss man nicht die Seriennummer... Also um sich anzumelden, ist es in der Regel so, dass man das Gerät kennen muss, dafür die Serie, die Artikelnummer, um gleich das Richtige zu finden. Die Seriennummer muss dann angegeben werden, um genau dieses Gerät explizit Genau, und die steht auf dem Gerät. Genau, wie zum Beispiel bei dem Gerät ist es die B5E7993. Nein, Spaß beiseite. das natürlich nicht. Frage zum GOP. Frage ist... passen die Aufsätze vom GOP auch auf den Fein? Antwort ist ja. Hat Christian schon gespoilert? Ja, also der GOP arbeitet ja mit verschiedenen Aufnahmen. Wir haben hier Starlock Plus Aufnahme und mit dem Schnellverschluss. Die Starlock Plus passen natürlich auch bei Fein. Fein arbeiten mit demselben System, kein Problem. Und eine etwas andere artfremde Frage, gehen die Starlock-Zubehöre auch auf den Makita DTM 51? Weißt du das? Ah, ich habe den DTM 51 im Kopf. Oh. Erst einmal GOP, nicht GOP, ist erstmal egal. Schaut euch bitte an, was für ein Starlock ihr gerade habt. Es gibt ja auch was anderes als Starlock. Ja? Es gibt ja verschiedenste Aufnahmen, aber es gibt ja Starlock, Starlock Plus und Starlock Max. Und da achtet einfach drauf, wenn ihr Zubehör kauft, meinetwegen Starlock Plus, bei dem Gerät, was ihr kauft, ob das auch Starlock Plus kann oder ob es Starlock Max kann. Das ist ein großer Unterschied. Und da hat es schon einige böse reingefallen, geärgert. Da will ich drauf achten. Die Absaugung, du hast es vorhin zwar schon erzählt, aber die Frage kam trotzdem nochmal. Die Absaugung von dem Bohrhammer hat den Akku? Nein, die braucht keinen Akku. Die hat eine Stromversorgung, die ist mit dem Gerät hier über Kontakte verbunden, hier mit rein. Und dann läuft sie über den Akku, der hier dabei ist. Aber das ist so klein, so kompakt, das ist überhaupt kein Problem und reduziert den Akku relativ wenig. Jetzt mal, und nicht die Leistung, das ist ganz wichtig. Genau. Eine Frage zu einem Gerät, was wir jetzt gerade nicht hier haben.
hat die Bosch Akku-Metallkreissäge GKM18V50 einen Brushless-Motor? Wir hatten die ja schon hier, aber... Kann ich nicht aus dem Kopf sagen. Also ich bin mir zu 92,3% sicher, dass es so ist. Kann vielleicht die Regie mal nachgucken? Ich glaube, nein. Wer weiß. GKM18V50 ist das Brushless. Aber ich glaube, nein. Ich weiß es nicht. Okay, wir machen mal weiter. Kann ja die Regie nachreichen. Hat die Heißluftpistole, wir hatten sie vorhin schon in der Hand. Heißluftpistole? Naja. Das ist ein Föhn. Der Föhn. Aber bitte nicht an meine Hand. Verschiedene Einstellungen für die Temperaturen. Hier ist warm. Gleich wird wärmer. Ja, wir haben hier eine Einstellung für 300 Grad. Ich weiß nicht, vielleicht kann das irgendeine Kamera drauf bekommen. Wir haben hier eine Einstellung für 300 Grad und hier auch nochmal eine Einstellung für 600, 600? Hier für 500. 300 und 500. 300, 500 Grad. Wir haben hiermit übrigens auch schon Eier gebraten. Ja, ich erinnere mich. Und die haben geschmeckt. Ja, warum auch nicht? Ja, das ist ja Quatsch. Ich habe vorhin schon mal geguckt, ob wir einen hier haben, habe ich aber nicht gefunden. Du warst im Lager, hättest du ja mitbringen können. Da habe ich nicht dran gedacht. Wie lange hält der GWX 15 SC mit einem 8 Ampere-Stunden Akku so ungefähr? 13,8 Stunden. Sehr lang. Nein, ich weiß es nicht. Also das kann man so auch pauschal nicht sagen. Erstmal tolles Gerät. Null gegen zu sagen, mega, mega, mega. Mit dem arbeite ich echt gerne. Warte, SC oder PSC? SC. SC. SC ist auch okay. Ich bin eher so der PSC-Freund. Für die, die nicht wissen, was der Unterschied ist, ist der Schalter zum Ein- und Ausschalten. Ja? Das eine ist mit Paddle-Schalter, das andere ist mit so einem Schiebeschalter. Es kommt immer darauf an, wie viel Last du eben auch drauf gibst. Ist es etwas, wo du ganz leichte Arbeiten machst, wird es länger dauern, wenn du richtig Last dauert es kürzer, ist wirklich schwer zu sagen. Da ist gerade ein Kommentar im Stream von, wo habe ich ihn jetzt? Jetzt habe ich ihn weggeklickt? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ist noch grob zusammen? Ja, Michael, glaube ich, hieß er, der gesagt hat, wenn es beim Bohrhammer um eine Absaugung geht, sagt sogar seine Frau kaufen, weil sie keine Lust hat, den Staubsauger zu halten. Ja, diese alte Mehr als die Frau den Sauger halten muss, ja. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch, oder? Ja. Aber ja, ich kann es auch wirklich nur empfehlen, weil ihr kennt das doch. Ihr wollt an der Decke was saugen. Ihr steht auf einer Leiter und wollt dann oben da was saugen, also Decke was bohren. Steht auf der Leiter, wollt ihr was reinbohren und dann sagt ihr eurer Partner, Partnerin, bitte helf mir mal, dann brauchst du schon mal eine zweite Leiter. Oder du stehst mit dem Saugerding so da oben und machst so rum und so weiter. Am besten noch den Staubsauger hier, damit man höher kommt. Ja, ja, genau, genau, genau. Das macht doch keinen Spaß. Ja, und da gönnt euch wirklich so eine Absauganlage wie beim 28er oder beim 26er. Das ist wirklich cool. Das kostet ein paar Euro, ja. Aber wenn man es einmal hatte, also ich möchte es nicht vermissen. Und das war für mich damals auch den 26er hier, den wir hier haben. So habe ich den benutzt und fand ich cool. Ja, ist ganz, war okay, ja. Aber hiermit neues Gerät. Ja. Sieht doch anders aus. Nochmal zu dem Heißluftföhn. Habt ihr das vielleicht auch getestet? Kann man damit einen Grill anzünden? Machen, glaube ich, viele Leute, oder? Also ja, naja, anders. Der Klassiker beim Grill ist ja, dass man, dass er irgendwie ein bisschen Glut, ein bisschen Feuer schon hat und dass man dann ihm mit heißer Luft ihm schön Luft gibt, um ihn so richtig so in Fahrt zu bringen. Das wird funktionieren. Ob man damit die Kohlen anbekommt? Ja. Also ich habe auch schon gesehen, machen viele Leute, ja. Ja, ja. Naja, was ich halt normalerweise machst du halt Folgendes. Du nimmst halt das Ding, schmeißt das in den Grill, machst das an und hoffst auf alles Gute. Ja? Und dann irgendwann kann es sein, dass zum Beispiel bei uns, ich habe das früher auch gemacht. Ja. Was ist passiert? Das hier unten ist dann mit der Zeit geschmolzen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, ist doch so. Bisschen Brandbeschleuniger im Notfall. Nee. Also den legalen, kein Spiritus. Kein Spiritus. Ja, genau, kein Spiritus. Das macht man nicht. So. Ja. Oder nimmt einfach einen Gasgrill. Reicht der GDX 18V 210C auch zum Reifenwechsel? Ja, ausdrücklich ja. Ich nehme gerade der GDX, wer es nicht kennt, ich habe jetzt gerade keinen zur Hand. Beim GDX ist so, ihr habt hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt einmal die Möglichkeit, haben wir ihn hier. Ja. Ja, da ist er ja. Da ist er ja. Das ist der GDX. Beim GDX, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das von der Kamera von oben mit drauf.
Bei der GDX ist es so, ihr habt hier einmal außen Vierkant. Hm? Meine Soufflöse sagt, kann nicht garantiert werden. Moment. Ihr habt von außen habt ihr hier den außen Vierkant. Innen drin habt ihr Sechskant, also eine Hexaufnahme. Und ja, feuerfrei. So, jetzt ist es so, also ihr habt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Bits einsetzen, ihr könnt aber auch Nüsse einsetzen. Jetzt ist es so, ja, Bosch garantiert nicht, dass es funktioniert. Ohne Frage. Wir reden jetzt hier aber vom PKW. Wir reden nicht von einem Truck, wir reden nicht von einem LKW, wir reden nicht von einem Wohnmobil, wir reden nicht von so Zeugs. Und wir reden auch nicht von 210 Jahre angerotteten Nüssen an eurem Auto, sondern von einem normalen PKW. Ich selbst mache das immer mit dem. Ich wollte gerade sagen, hatte ich den nicht neulich im Auto liegen? Den hast du letztens im Auto liegen, genau. Ich mache das super gerne mit dem, immer. Also ich probiere immer wieder neue Geräte, aber ich mag den besonders gerne, weil er ist klein, kompakt und zum Lösen, er hat ja ein höheres Lösemoment, auch als 210 Newtonmeter, klappt super, kann man super lösen, machen und tun. Und wenn du es, wenn du das löst, hast du einen riesen Vorteil, die Schrauben setzen sich nicht in den Nüssen so fest, sodass das Ganze nicht einfach, es ist nicht lange her, da habe ich, Sanders, jetzt vor einem Jahr habe ich deine Reifen, hatte ich das gemacht, habe ich deine Reifen gewechselt mit einem Tausender. Der hatte 1000 Newtonmeter und habe mit einem 1000 Newtonmeter Akkuschlagschrauber von Bosch die Reifen abgenommen, also die Nüsse abgezogen. Was ist passiert? Jede einzelne Schraube ist in der Nuss stecken geblieben. Muss ich dann rauspökeln, machen und tun, nächste wieder, weil das Ding so viel Kraft hat, dass er die Nuss so anschlägt, dass es einfach da drin fest verkantet. Das Gerät, super, kein Problem, aber das ist lästig. Und ich brauchte so viel Kraft auch gar nicht. Hier beim 210er ist es mir noch nie passiert, ich kann einfach die Schraube halt lösen und dann einfach rauskippen, lösen, rauskippen. Das finde ich gut. Und ich habe halt die GDX-Aufnahme, das heißt, ich kann es auch für was anderes benutzen. Und beim Festziehen habe ich auch nicht mehr dieses Gefühl mit, ich nehme mir gerne auch den Schlagschrauber. Manche machen das nicht, weil sie sagen, da könnte man ja den Radbolzen tangieren. Ich mache so, ich setze es auf, ziehe es vielleicht ein bisschen mit der Hand auch an und dann nehme ich das Gerät und ziehe es schon mal so ein bisschen mit dem hier an. Mit einem 1000 Newtonmeter Gerät habe ich mir ein bisschen Schiss, weil wenn das Ding einmal, zweimal, dreimal schlägt, dann sind da auch schon ruckzuck mal 200 Newtonmeter auf der Schraube. So viel willst du nicht, sondern du willst natürlich dann das am Ende mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Deswegen, ich kann den nur empfehlen, ich finde den richtig, ja, ich sag's einfach, geil. So, nächste Frage. Gibt es die 20% auch auf die Absaugung, auf das Zubehör? Antwort, ja. Ja, also wenn du ein 26F schon hast, ist das heute dein Tag. Dann gehst du einfach auf gotools.de und kaufst dir auch nur die Absauganlage oder die Absaugung dazu und sagst, was ein geiler Tag, ich kann jetzt endlich, bin ich komplett oder auch beim 28DC einfach noch dazu kaufen. Ja, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich persönlich ein bisschen schade finde. Und zwar, Philipp fragt, gibt es auch 12 Volt Pro Deals? Nein. Leider nein. Nein, genau. Es gibt so schöne Geräte im 12-Volt-Bereich und ich persönlich bin ja auch Verfechter von 12 Volt, aber diesmal leider nicht. Apropos 12 Volt, auch heute haben wir wieder 12 Volt Deals dabei. Die kommen gleich noch. Da kommt noch was, ja. Also 12 Volt gleich noch am Start und da, es sind mehrere Angebote. Das eine davon, da dachte ich schon, das kann doch nicht sein, aber das haben wir dabei. Genau, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, lass uns mal das wegräumen, was hier gerade nicht raufgehört. Das ist aber so schön. Dann können wir aber die Werkbank wechseln. In der Zeit könnte ich euch die Frage beantworten zu der GKM, zu der Metallkreissäge. Die ist nicht bürstenlos. Ich habe mich nur mal vergewissert. Der Christian sagt das Gleiche. Und die Frage zu der Makita, jetzt habe ich es vergessen. DTM 51. Also beim Zubehör gibt es Zubehör, da steht drin Starlock-Aufnahme. Es gibt ja verschiedene Starlock-Aufnahmen. Ganz sicher wäre ich mir jetzt trotzdem nicht, aber so wird es als Zubehör hier angepriesen. Ja, das heißt also, ihr könnt das Starlock-Zubehör nutzen bei dem entsprechenden Gerät, aber eben kein Starlock Plus. Ja, genau. Immer vorwärts. Ja, genau. So rum ist es. Ja. 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 Dann würde ich sagen, lass uns mal die Bänder tauschen. Ja. Ja. Ja, Mann. Okay. Und schon wieder schweben Angebote von uns. Gibt es natürlich weiter. Eine Frage. Wo haben wir denn unser Komplettset?
unsere kompletten Angebote. Was genau meinst du? Frage an die Regie. Wir haben bitte? Ja auch Angebote, die wir heute hier nicht gezeigt haben oder nicht zeigen. Ja, da gibt es für euch Unterlagen. Die lasse ich kurz für euch suchen. Wo sind denn deine Unterlagen, ob wir die hier irgendwo haben? Ja, warte, ich muss selbst ein bisschen wühlen. Theoretisch in der Büroklammer. Ich würde euch gerne mal die anderen Geräte mal kurz anteasern zumindest. Und warte, das ist nicht alles. Weiteren, genau. So. Und zwar im Angebot gibt es, wir haben die ganze Zeit schon von gesprochen, natürlich gibt es auch ein Angebot, und zwar den 200, den GDX, nein, den GDX 18V210C, den hier, gibt es auch im Angebot. Der Hammer, ja, zum Beispiel. Also 167,99. Sichert ihn euch, das ist ein mega cooles Gerät. Hatte ich ja schon gesagt. Dann haben wir den. Haben wir damit nicht auch die Schrauben im Holz versenkt? Ja, genau. Vielleicht kann die Kamera noch mal ganz kurz nach oben gehen. Diese großen Balken da oben, die brauchen große Schrauben. Und diese großen Schrauben, das sind ja nicht so 15 Meter Schrauben. Da haben wir schon riesige Schrauben auch reingedengelt. Die haben wir alle mit dem GDX reingetan. Also 210 Newtonmeter, habt natürlich einen riesen Vorteil. Ihr müsst keine Kraft aufwenden, das macht das Gerät für euch. Das hat echt Spaß gemacht. Genau, vor allem von oben, wenn man nicht mal so richtig so... Oh, cool. Du musst nur das Gerät halten, das ist von ganz alleine reingegangen. Genau, dann haben wir auch noch den GWX 18V15SC, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Das ist ein Winkelschleifer von Bosch, ein wunderschönes Gerät, und zwar der GWX 18V15SC ist Pro-Deal-tauglich. Das heißt, er hat ja einen Preis von 299, jetzt auf 239,99. Das habt ihr ein Pro-Deal mit dabei. Dann gibt es noch dabei, richtig genial, den GSR 18V110, das heißt den großen Akkuschrauber, 110 Newtonmeter von Bosch, mega Gerät für 151,99 €. Das heißt, ihr habt 150 Newtonmeter. Es gibt auch den 150er, aber der 110er reicht für die meisten Fälle locker aus. Den Heißluftföhn, den wir vorhin hatten, gibt es auch im Angebot für 127,99 €. Auch den gibt es da. Und für 127 würde ich mir echt nicht entgehen lassen. Dann haben wir noch das Radio. Das haben wir auch hier irgendwo. Hier vielleicht für euch. Hier seht ihr das Ganze. Das Radio haben wir auch im Angebot. 191,99 €. Dann haben wir hier noch das Gerät. Oh, hier. Auch das große GSA 18V32. Auch im Angebot 215 € nur für das riesige Teil. Das ist der Hammer. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn es mal so ein bisschen größer zur Sache gehen soll. Was wir auch noch haben, ist ein Starter-Set, ein Procore-Starter-Set. Du eine Sache brauchst, das sind Procore-Akkus. Wir haben ja vorhin immer gesagt, Bier-Turbo. Es gibt zum Beispiel ein Set, 4 Ampere Stunden Akku plus 5,5 Ampere plus ein Ladegerät für 163,99 €. Runtergesetzt von 205. Ja? Dazu gibt es noch einen 12-Volt-Deal, weil wir haben jetzt gleich 12 Volt, aber es gibt einen super 12-Volt-Deal. Ist ein mega Gerät, habe ich auch hier, und zwar das hier. Das ist ein 12-Volt, was kann man eigentlich sagen, Handkreissäge? Ach, 12-Volt-Säge. Ich finde das nur süß. Ja, das wird super gerne unterschätzt, aber wenn du, das ist für zwei Anwendungen bei mir wirklich gerne genutzt. Nummer eins, wenn du mal so eine Latte hast, mal schnell kürzen, zack, 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 zack. Da brauchst du hier eine große Handkreissäge hier und da machen. Was? Du hast Latte gesagt. Hey, da hinten lachen die alle. Groß. Da kannst du mit dem Gerät arbeiten. Das andere ist. Ah, nee, jetzt doch weitermachen. Das andere ist, ich nutze es super gern für Plattenmaterial. Ja? Wenn du so dünnere Platten hast, ich hatte, was ich, 5 cm Platte, aber wenn du so eine USB-Platte hast, schnell mal hier irgendwie abnehmen, das ist damit super schnell gemacht, macht richtig Spaß. Dann, ich möchte wirklich einmal mal kurz durchgehen, dass ihr alles mal wirklich immer im Blick habt. Dann haben wir noch, das geht ja weiter, genau, dann gibt es noch einen 12-Volt-Deal, und zwar gibt es die kleine Säbelsäge, diese hier. Perfekt für Heim und Garten, sage ich immer. Ja, was denn? Bosch Laufhand schreibt, die Handkreissäge ist giftig. Ja, ist sie. Ja, Moment, ich möchte mal, damit ich es mal gehört habe. Kleine hier. Ja, also die macht richtig Spaß, ist ein schönes Gerät, also unterschätzt sie nicht.
So, dann haben wir hier unsere 12 Volt Stichsäge. Auch die ist cool. Ich benutze die richtig gern mal im Garten. Für kleinere Sachen, immer hier irgendwo, wo man wenig Platz hat, schön mal so ein bisschen zum Schnitzen am Busch, am Baum. Geile Sache. Da gibt es auch entsprechend passende Blätter mit dazu. Genau die richtigen Sachen, die du brauchst, um damit perfekt zu arbeiten. Noch ein weiteres Gerät, auch 12 Volt, genau, auch ein 12 Volt Gerät, ist unser Linienlaser hier. Ja, unser 360 Grad Laser. Auch den hier gibt es mit Akku, mit allem drum und dran, für 400, ach übrigens, die Stichsäge gibt es nur für 91,99. Was ist denn da los? Weil der Sandra plötzlich... wir haben das Gerät hier für 471 Euro. Gibt es dieses große Paket hier, Laser hier und da. Coole Sache. Und als letztes, eine Sache, die du dir auf jeden Fall mal überlegen sollst, ob du dir zulegst, ist das Thema Ortungsgerät. Der Detect. Wo habe ich denn den Detect? Detect. Da ist er, genau. Also der Wall-Scanner. Damit kannst du arbeiten, an der Wand entlangfahren, findet zum Beispiel Stromleitung. Gute Sache, nicht anbohren. Schlechte Idee. Dasselbe aber auch mit zum Beispiel mit Wasserleitung und so weiter und so fort. Wenn man das richtig verwendet, wenn du das Gerät kaufst übrigens, Anleitung lesen, Anleitung lesen, Anleitung lesen, dann kein Problem, funktioniert super. Für 231,99 auch das Gerät. Also schau auf jeden Fall mal dabei, weil viele von euch sagen, ja, wir haben immer so wenig 12 Volt und so weiter und so fort. Heute richtig viel 12 Volt dabei. Ist auch mal die Frage, was ist das Richtige? Ja? Und wir haben uns für die Geräte entschieden und die sind heute entsprechend mit dem Angebot. Und ich glaube, jetzt soll ich langsam mal zu den Sets kommen. So, jetzt kommt Sandra auch langsam mal wieder. Du hast dich rumgetrieben hier. Ich hatte ein kleines Tonproblem. Warte, ich muss mich schnell noch wieder neu verkappen. Vertonen oder enttonen? So, jetzt. Ja, Regie sagt okay. Du willst zum nächsten Angebot kommen? Da ist es. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Zeug, was ich gerade vorgestellt habe, dann immer bitte reinschreiben in die Kommentare und bitte auch liken. Ja, immer brav liken. Passiert auch. So, jetzt das Angebot, was ich vorhin gesagt habe. Weil du es gerade gesagt hast, du hattest gerade den Detect in der Hand. Was ist der neue Pro-Deal für den Detect 120? Da gibt es einen 12-Volt-Akku mit 2 Ampere-Stunden. Genau, stimmt. Es gibt einen, das ist ein Messgeräte-Pro-Deal mit dabei. Da gibt es einen Akku kostenlos, das ist der Hammer. Aber der Detect braucht nicht mehr. Nochmal ein kurzer, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, weil ich kurz abgelenkt war mit dem Ton. Habt ihr nochmal gesprochen über die Preise, dass die teuren, die hohen Preise zählen für den Pro-Deal? Ja, okay. Wir haben es vorhin schon mal erzählt. Wir sagen es zur Sicherheit nochmal. Wird auch heftig diskutiert im Chat. Genau. Es gelten die Originalpreise ohne den Rabattcode. Der Rabattcode zählt nicht für den Pro-Deal. Das heißt, ihr habt als Beispiel mal ein Gerät, das kostet 300 Euro. Ihr bekommt dort 20% Rabatt. Es fällt damit von 300 Euro auf 240 Euro runter. Dann ist es so, dass trotzdem für den Pro-Deal die 300 Euro zählen. Das ist ganz wichtig, denn ihr nehmt das Gerät, geht in den Warenkorb, dort gebt ihr den Rabattcode ein und dann war's das. Und dann könnt ihr dann mit dem höheren Preis dann trotzdem den Pro-Deal einlösen. Und bums. Ja. Genau. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Achso, ja, okay. So, also, super Angebot ist, wo ist er eigentlich? Ist er hier drin? Hier ist er drin. Ich glaube, die Kamera kriegt das so eigentlich am besten drauf. Die Kamera macht gerade einen neuen Akku rein. Wir haben gerade Folgendes. Wir haben hier den 35FC. Die Legende! Und zwar genau diesen Akkuschrauber. Das ist übrigens der, mit dem wir vorhin unser Spiel gespielt haben. Genau. Wichtig, ohne Akku. Nicht, dass ihr das falsch versteht. So, ohne Akku und auch ohne Lader. Das heißt, wir müssen das hier rausnehmen, zur Seite nehmen. Und das bekommt ihr hier im Deal. Das heißt, ihr bekommt das Gerät mit allen Aufsätzen für 159,99. Das ist ganz wichtig. Das Gerät gibt es teilweise auch solo, das gibt es mit verschiedenen Sachen. Aber wenn ihr schon 12 Volt unterwegs seid, habt ihr schon Akkus, habt ihr schon Lader, dann kauft euch endlich, wenn ihr es noch nicht habt, kauft euch jetzt verdammt nochmal dieses Gerät. Ihr braucht das Gerät. Weil allein zum Beispiel... Da wären wir übrigens bei dem 12 Volt Gerät, was ich echt gerne benutze. Schaut mal vor, auf welche Kamera bin ich jetzt? Da.
guckt euch mal Folgendes an. So lang ist dieser Akkuschrauber. Ich glaube, das ist einer der kürzesten Akkuschrauber, die du überhaupt kaufen kannst, weil hier vorne kommt schon der Bit rein. Das war's. Ja, das ist der Hammer. Und das Ding hat 35 Newtonmeter. Das hat richtig Kraft. Wir haben damit schon 30 cm Schrauben ohne Probleme reingeschraubt. Mega, 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 mega. 159,99. Du kannst natürlich dann auch die Aufsätze drauf machen. Du kannst jetzt hier damit auch entsprechend hier ein Bohrfutter drauf machen. Oder du kaufst dir... Also was ich hier besonders lustig finde, ist sowas hier. Du machst das hier. Moment. Wir machen hier unseren Winkelaufsatz. So. Und dann machen wir jetzt noch den hier drauf. Das ist... Ja, genau. So ist es jetzt ein bisschen unlogisch, aber... Ja, warum? Würde ich so nicht sagen. So rum ist es jetzt besser, genau. Genau, das meinte ich. So kannst du jetzt hier oben in der Ecke hin bohren. Ja, oder schrauben besser gesagt. Auch bohren mit dem Hexbohrer, das würde auch gehen. Kein Problem. Oder du kannst auch jetzt hier natürlich hier deinen Bithalter drauf tun. Oder auch den hier. Ja, all das funktioniert. Und wer einmal einen Flexi-Click hatte, also so ein Gerät hier, ganz ehrlich, das ist ein Gamechanger, oder? Das will man. Der Chat feiert den auch gerade. Man will nie wieder ohne dieses Gerät arbeiten. Und wenn du nur ein einziges 12-Volt-Gerät hast, dann ist es der hier. Weil der ist so klein und handlich. Da kommen wir auch noch zu. Es ist einfach so, dass es gibt viele Momente, wo du in einem super engen Bauraum arbeiten musst. Und hast du den großen 150C 18 Volt und dann sagst du, Mist, komme ich nicht rein. Gut, da gibt es natürlich den 60 FC oder den 90 FC demnächst. Leider heute nicht dabei. Aber mit dem hier kommst du noch in kleinere Ecken. So, was habe ich dazugehört dazu? Was gibt es dazu? Michael schreibt gerade im Chat, den 35 FC will ich nicht mehr missen. Seitdem fristet der 18 VLI ein Schattendasein im Regal. Ja, und der 18 VLI ist kein schlechter Akkuschrauber. Nee, definitiv nicht. War letztendlich auch eine Art Klassiker, ja? Der 18 VLI ist auch eine Legende, weil so viele Leute wie ein 18 VLI, wir persönlich haben mit dem 18 VLI angefangen. Das war unser erstes Bosch-Professional. Der liegt noch zu Hause in der alten Werkstatt in der Schublade. Und wer, nein, er hängt, der hängt an der stimmt. Wand. Der hängt an der Wand. Und wer wissen möchte, wo er genau hängt, hält in der Werkstatt ein Video zu, wie wir den Halter dafür gebaut haben. Und genau da hängt er heute noch, weil er ein super Akkuschrauber ist. Aber beim 12V35 muss man einfach sagen, viele unterschätzen, wie viel Kraft das Gerät hat. Und viele unterschätzen einfach, was für andere Möglichkeiten man auf einmal hat, wenn man so einen kompakten und doch richtig starken Akkuschrauber haben. Und es gibt einfach viele, die noch nie die richtige 12 Volt Power in der Hand hatten. Das muss man leider sagen. Interessant finde ich gerade die eine Frage im Chat von Susan Sanche, würde ich sagen, heißt sie. Wann habt ihr denn den GSR 18V 90 FC? Wer sagt, dass wir ihn nicht schon haben? Ich weiß ja was du nicht weißt. So, entschuldige, ich habe dir reingeredet, aber es passt nicht. Zweite Frage zu dem hier, falls du verschoben hast. Was feiern Sie denn alle? Ja, also die meisten sagen halt wirklich, der 12V35 FC ist das Ding, weil sie eben sagen, dass der 18 Volt generell dann zu groß und zu wuchtig ist und der reicht völlig aus. Der macht alles, was er soll. Ja, genau. Und ist dabei günstig. Es gibt auch eine rege Diskussion zwischen dem 60 FC und dem, also dem 18-Volt-Gerät mit Flexi-Click und dem 12-Volt mit Flexi-Click. Weil manche sagen, nee, was soll ich mit dem 18-Volt-Gerät? Mir reicht es auch, wenn ich ein Flexi-Click-Gerät habe, und zwar in den kleinen, und bei den harten Einsätzen nehme ich einen normalen Akkuschrauber ohne Flexi-Click. Kann man auch nehmen, oder? Oder man hat einfach beide. Gut, weiter geht's. Ich nehme ihn mal so zur Seite. Dazu gibt es übrigens als Zubehör, Moment, ganz, ganz wichtig, du kannst Zubehör nehmen, hier Fliesenbohrer, kann ich nur empfehlen, Fliesenbohrer, mega gutes Ding. Oder wir haben hier Bitsatz und noch einen Bitsatz, ja, auch das, hier haben wir alle schon mal ausprobiert, im großen Bitsatz-Test auch ausprobiert, tolle Sätze, wo du alles mit dabei hast, was du brauchst für das Gerät. Jetzt wird es ja ganz verrückt, ja? Jetzt wird es richtig verrückt, ich vermisse aber gerade ein, zwei Sachen davon. War der Andreas wohl zu faul, es mir hinzulegen? Stimmt, hier fehlt was. Sagt es mir noch mal genauer. Na, zum Beispiel die Wasserwaage. Die Wasserwaage fehlt. Das Maßband fehlt. Ja, das Kattemesse fehlt. Ja. Augenblick, wir haben hier zwei Koffer. Ah ja, genau. Sandra ist auch richtig unterwegs. Ganz rechts an der Wand. Ganz Ach da, ja. Ich, jetzt habe ich es. Alles klar. Da haben wir es.
Genau, das ist noch mit dazu. Und das natürlich heißt, das hier. Ihr bekommt, also wenn ihr noch nicht im 12 Volt unterwegs seid oder ihr habt erst einen 35er und wollt mal so richtig einsteigen, dann habt ihr hier das Set. Ihr bekommt einmal den GOP, hatten wir ja vorhin schon, als 12 Volt Gerät. Hier nochmal 12 Volt mit dran. Der einzige Unterschied, ihr habt nur hier eine Starlog-Aufnahme, keine Starlog Plus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, eine Starlog-Aufnahme. Und ihr habt nicht diesen Schnellverschluss. Wenn euch das nicht so sehr stört, hier kein Problem. Das habt ihr mit dabei. Das Gerät selbst ist auf keinen Fall schlecht. Hat richtig Bums und macht das, was es machen soll, nämlich löst euer Problem. Das bekommt ihr. Ihr bekommt dazu noch den GWS 12V 76, nämlich den kleinen Winkelschleifer. Und das Ding ist richtig garstig. Wir haben den schon für verschiedene Sachen genommen, vor allem so kleinere Sachen mal ablenken. Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Interessant ist, mit diesem Blatt, das wir hier drauf haben, kannst du Holz schneiden. Ja, Holz schneiden. Genau, mit diesem Blatt. Du kannst wunderbar auch mal so kleine Gewindestangen, kleinere Metallteile. Du kannst damit auch mit externem Zubehör auch schrubben. Du kannst alles Mögliche machen mit dem. Kann ich nur empfehlen. Ich finde den mega, gehört auch wirklich in jede Werkstatt. Den haben wir auch immer bei uns auf der Werkstatt oben stehen. Genauso wie den Gro. Aber der Gro ist nochmal eine andere Geschichte. So, dann haben wir, also wir haben den GOP, wir haben den GWS, dann haben wir noch den GDR, einen kleinen 12 Volt Schlagschrauber. Und zwar hier 110 Newtonmeter. Damit kriegst du das Auto wirklich nicht mehr gewechselt. Aber du hast den Vorteil, du hast jetzt hier, damit bekommst du die Schrauben rein, wo du denkst, da brauche ich eine 18 Volt. Da brauche ich auf jeden Fall eine 18 Volt. Der hier, der kleine mit 110 Newtonmeter, der kann auch wirklich große, potente Schrauben. Und der ist vor allem, jetzt muss ich so ein bisschen die Chauvi-Richtung spielen, ja. Das ist nicht, Sandra hat damit kein Problem, aber du hast folgendes Problem. Wenn du 110 Newtonmeter an deinem Arm zerren, ja, dann fängt das schon mal an, so sich hin und her zu drehen. Bei dem Schlagschrauber ist es ja so, hier machst du den Bit rein. Und der Schlagschrauber hat eben, der schlägt immer so ein bisschen tak, 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 aber er drückt nicht mehr das Handgelenk zur Seite. Das heißt, gerade wenn du nicht so viel Kraft hast, ist der kleine 12 Volt echt ein krasses Teil. Ich glaube, wir müssen mal einen Test machen von dem 12 Volt 110 gegen 110 Newtonmeter gegen den 18V 110C. Weil, aber wenn das jetzt ein Schlagschrauber ist, können wir damit auch Reifen wechseln? Da fehlt die Aufnahme. Nein, also wir haben hier nur 110 Newtonmeter. Das ist beim Auto wirklich zu wenig. Ja, nee, logisch. Das macht keinen Sinn. Also dumme Frage. Nicht in Richtung Auto denken. Aber hier, deswegen ist hier ja auch eine Bit-Aufnahme. Das ist eben, um Schrauben gerade in Holz oder Ähnliches reinzutun, ohne dass du dafür Kraft aufwenden musst. Weil du musst immer bedenken, ein normaler Akkuschrauber, der dreht und dreht und dreht und hört nicht auf zu drehen. Das heißt, du musst die ganze Zeit dafür sorgen, dass er bei dir gerade in der Hand bleibt. Ansonsten möchte er sich eigentlich wegdrehen. Das hat der hier nicht. Ist ein bisschen lauter, aber er bleibt stehen und der schraubt einfach. Den bekommst du und dazu bekommst du dann noch dieses Starter-Set. Finde ich übrigens echt cool. Ich benutze das Cuttermesser gern, ich benutze die Wasserwaage gern, ich benutze das Maßband auch gern. Ja, ich benutze alles gern. Du benutzt es ja auch dauernd. Das Cuttermesser auf jeden Fall. Genau. Das muss man hier auch festhalten, sonst kriegt es Beine. Ja, das stimmt. Ich bin's nicht. Ich habe da überall meinen Namen drauf geschrieben. Nicht zu Unrecht. Das bekommst du mit dazu. Dazu bekommst du auch noch 2-3 Amperestunden Akkus. Du bekommst noch den Galt 12V. Was ist hier? Genau. Das Ladegerät bekommst du auch noch. Mit Akkus. Und das Handwerkzeug-Set. Also das ist schon der Hammer. Ja. Mann. Das Ganze für 415,99. Alles zusammen im großen Set kann ich nur empfehlen. Ich weiß, häufig ist es so, dass diese Sets gar nicht so gut gehen, weil die Leute sagen, naja, das eine habe ich noch, das andere habe ich noch. Aber wenn du noch nicht so viel im 12 Volt unterwegs bist, kann ich dir nur empfehlen, weil jedes einzelne Gerät wird etwas sein, wo du vorher dachtest, benutze ich das mal. Und vor allem zusammen weiß mit dem hier hat man eigentlich das Wichtigste, was man braucht. Fehlt nur noch ein Bleistift. Warum ist hier kein Bleistift mit dabei? Dein Spaß beiseite. Bei jedem einzelnen dieser kleinen Geräte ist es einfach so, der kleine 12 Volt Schlagschrauber, denkst du dir heute, brauche ich das, brauche ich das nicht? Hast du ihn einmal, wirst du ihn immer nutzen. Hast du noch kein Multitool, hast du endlich mal ein Multitool dabei und kannst deine kleinen, feinen Probleme lösen an Stellen, wo du sonst nicht rankommen würdest. Und wo du sonst, überlege mal, wenn du jetzt sagst, oh, da muss ich eigentlich mit der Stichsäge arbeiten, ist aber eingebaut irgendwo in der Ecke. Wie kommst du da ran? Nimmst du ein Multitool.
Oder hier den kleinen Winkelschleifer. Auch der, den haben schon viele belächelt. Auch viele aus unserem Bekanntenkreis haben den belächelt. Mhm. Und am Ende war es so, wow, echt cool. Im Kfz-Bereich haben ganz viele genau dieses Gerät. Hat übrigens eine ganz tolle Funktion. Du kannst das hier lösen. So. Und jetzt ist es hier arretiert. Und du kannst jetzt hier das Ganze einstellen, machen und tun. Und wenn du wieder arbeiten möchtest, und schon kannst du wieder weiterarbeiten. Das sind die kleinen Sachen manchmal. Haben wir Fragen? Wir haben Fragen, aber so ein bisschen querbeet jetzt mal. Und okay. Zwar, die erste Frage ist zum Thema Zubehöre. Wo finde ich denn die Zubehöre, auf die auch die 20% gelten? Ganz einfach, direkt unter den Hauptartikeln auf der Aktionsseite. Da ist ein Link für passende Zubehöre. Da drauf gehen und dann findet ihr die auch. So, dann Frage zum 35FC. Passt da auch der neue Bohrhammeraufsatz mit rein? Mit rein. Jein. Also in der L-Box kann er mit verstaut werden. Ja, aber er hat eine andere Einlage. Dann braucht er, nach meiner Erklärung, das passt so. Braucht der? Nee. Der hat eine andere Einlage. Also, wenn du den kaufst, kriegst du, glaube ich, eine andere Einlage dazu und die kannst du hier reintun. Er passt mit rein, aber nicht, er passt halt nicht so formschlüssig, wie man so schön sagt. Okay. Also kein Stress. Genau. So, jetzt nochmal zum... Ja, geh mal her. Der Dai hat schnell rausgesucht. Das habe ich mir neulich nämlich selbst reingefummelt. Wir gucken jetzt mal, ob das passt. So, warte mal. Ja. Neulich habe ich das nämlich gerade selber weggelegt bei uns. So, bitteschön. Aber ich bin der Meinung, es gibt für den eine Einlage. Gibt es doch, oder? Gib die mal her. So. Also wenn ich mich nicht ganz irre, soll es auch eine Kombination geben, wo alles reinpasst. Die hatte ich aber selbst noch nicht in der Hand. Aber es gibt quasi die Variante, dass man... Wir haben hier die passende Einlage. Wir nehmen die hier mal raus. So, Moment. So, und zu viel auf dem Tisch. Die können wir hier reinlegen. Und dann können wir. Ja, genau, das ist ja die passende. Mhm. Moment, der gehört. Boah, ich hab das schon. Das ist, glaube ich, der Koffer, der heute erst gekommen ist. Das. Wo gehört das denn jetzt hin? Weil man sieht genau, der hier gehört dahin. Der gehört dahin. Der hier gehört hier hin. Der passt da nicht. Der passt da nicht. Da gehört er hin. Da gehört er hin, genau. Der müsste dann dahin gehören, nach oben. Der gehört da hin. Und dann gehört der hier irgendwie so rein. Ich habe das Gefühl, der gehört da rein. Nee. Also auf jeden Fall passt er hier rein. Puzzeln für Erwachsene. Ja, aber schau mal, jetzt kann man hier den Akkuschrauber reintun, kann hier den Akku reintun, kann das Ladegerät rein. So passt das doch. Hier, schaut mal. Alles drin. Ja, jetzt mit dem Quatsch hier noch raus. So. Ja, aber das gehört da schon noch rein. Ja. Und jetzt hast du alles in einem Koffer. Das heißt, jetzt hast du hier eine Möglichkeit. Wo bin ich eigentlich gerade? Da. Habe ich eine Möglichkeit und zwar, ich habe wirklich alles in einem Koffer und habe einen Bohrhammer, habe einen Akkuschrauber, habe hier, da. Wir sind doch wieder auf der großen Kamera. Top. Hat jetzt länger gedauert, aber ist dabei. Ich möchte mal eine Sache zusammenfassen. Und zwar, Angebote gelten von heute bis Montag, 23.59 Uhr, solange der Vorrat reicht. 20% bekommt ihr auf 20 ausgewählte Artikel, also Geräte plus 60 Zubehöre. Und was noch? Ihr braucht einen Gutschein. Und der Pro-Deal-Fähigkeit geht auf den Grundpreis, also vor den 20%. Genau. Auch wenn ihr euch wundert, mit dem Rabatt, dann geht es ja nicht mehr Pro-Deal. Doch. Es geht trotzdem, weil der Grundpreis zählt. So, nächste Frage. Halt, Moment, wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum. Genau, es gibt eine kleine Ausnahme, die uns sehr leid tut. Das große 18 Volt Set, das ist leider nicht Pro-Deal-fähig, weil das von uns eigens kreiertes Set ist. Und das hat Bosch halt nicht freigegeben. Es würde zwar eigentlich mit reinfallen in diese Kategorie, also in diesem mit Preis etc., aber es ist leider nicht Pro-Deal-fähig. Ist aber die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist, weil es unser eigenes Set ist. Jetzt Stimme weg. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Das ist die einzige Ausnahme. Weitere Fragen? Die geht jetzt nochmal zu... Weil wir haben gleich noch das Spiel. Ja, wir haben gleich noch das Spiel. Wir spielen gleich nochmal. Wir spielen gleich nochmal, genau.
Weil wir es ja vorhin bei dem etwas bei dem anderen Bohrhammer schon hatten, jetzt nochmal 18V26F. Da ist auch nochmal die Frage, ob die Absaugung einen Akku hat. Nein. 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 Nein, die Absaugung hat keinen Akku. Beim 26F kannst du mir nochmal geben. Die Absaugung funktioniert komplett durch den Akku. Jetzt machen wir es mal, weil es jetzt schon mehrmals kam. An die Handkamera einmal kommen. Hier. Da sind die Kontakte. Ihr seht hier die drei Kontakte. Da zieht er sich den Strom aus dem Gerät. Genau von dort. Ja. So, das nehmen wir jetzt hier wieder rein. Und so, und schon geht's. Nächste Frage. Bis zu welcher Tiefe misst der Detektor Detect 120? 12 cm. Deswegen 120. Ja. So. 120 jetzt Milliliter. Jetzt müssen wir etwas korrigieren. Oh. Lupo hat gefragt, hallo zusammen, ich ergreife die Gelegenheit, passt die Staubabsaugung GDE 28D auch für den Bohrhammer GBH 2-26? Nein. Genau, du warst vorhin nämlich etwas überschwänglich und hast das was anderes erzählt. Hä? Ja. Also nein, sie passt nicht. Nee, also für die 28DC-Absaugung funktioniert auch nur auf dem 28DC. Ich weiß das, ich habe das vorhin aber nicht so gesagt. Ich weiß, es gibt den Bohrhammer, den ganz normalen Bohrhammer. Das andere ist ja ein normaler Bohrhammer. Wo haben wir ihn? Der GBH 226, normaler, kabelgebundener Bohrhammer. Der sieht eben super ähnlich, aber der hat diese Aufnahme nicht, funktioniert nicht. Dann der 12V35FC ist natürlich brushless. Ja. Kam gerade als Frage. Genau. Und eine Frage aus dem Publikum? Nee, aber es gibt doch von dem 28 auch noch eine Kabelversion. Weißt du? Ich habe gerade gesagt, als ihr beide euch unterhalten habt. Okay. Weiter. Sind die Aufsätze vom 60FC zu dem 90FC kompatibel? Ja. Okay, ihr gebt jetzt schon wieder alle gleich die Antwort. Eigentlich sollte es heißen, kommt demnächst im Video. Schaut rein. Stimmt, ja. Ja, aber es ist allgemein bekannt. Also 60er und 90er werden in der Aufnahme 100% kompatibel sein. Es gibt auch, ganz wichtig, es gibt kein neues Zubehör, auch kein Update 90 FC-Zubehör. Also insofern alles kein Problem, funktioniert. So, wir machen jetzt, muss ich jetzt schon wieder aufhören? Ja, wir machen jetzt Platz, denn wir spielen gleich die zweite Runde. Das heißt, unser Regisseur, der Andreas, wird gleich wieder zwei von euch aus dem Chat auswählen, für die wir hier stellvertretend spielen werden. Und zwar das gleiche Spiel wie vorhin nochmal. Ich fühle mich jetzt ein bisschen nackt ohne Bein. Ach, ich nicht. Ich finde das irgendwie witzig, dass das hier so nach und nach reingeschwebt kommt. Fakt ist eins, ich habe vorhin gewonnen. Ja, oh Leute, das darf ich mir jetzt noch die nächsten 3 Monate anhören. Ich habe ja gewonnen. Also wir müssen, ich habe ja gewonnen. Bitte, bitte, bitte beschwert euch bei GoTools. Beim nächsten Live müssen wir ein Spiel spielen, dass ich wieder gewinnen kann. Und das nächste Live muss auch ganz schnell kommen. Sonst so lange muss ich mir anhören, dass er gewonnen hat. Ich habe ja gewonnen. Ich habe ja gewonnen. Ich würde so feiern. Wie viele Sekunden habe ich? Ich würde so feiern, wenn du jetzt verlierst. Ich habe um 20 Sekunden gewonnen. 20 Sekunden. Aber ich habe zweimal ganz hart die Augen zugedrückt, inklusive Hühneraugen. Weißt du, was man in 20 Sekunden machen kann? Sehr viel Spaß haben. So, gib mir mal den Klebezettel her, der unter deinem Schuh hängt. Der nervt mich. Manche haben in 20 Sekunden zweimal Spaß. Oh Gott. So, für wen spielen wir denn? So, wer... Nee, Moment. Ja? Okay, Nummer 1 ist Thomas G. Thomas D. oder G? G natürlich. Was Thomas sonst? G. Ja. Ist auch ein Sebastian G. Ja, also Thomas, ab geht's. So, und die Sandra bekommt den Ben B. Ben B. Ohne Punkt. Ist ja auch geil. Okay, also Thomas und Ben. Ben. Gut. So, komm. Ohne Feuer und ohne Brunnen. Nein. Stange? Nein. Was trinkt eine Schlange? Das wollte ich gerade sagen. Jedenfalls nicht den Brunnen. Den spielen wir nicht. Was denn? Egal. Ha! Gewonnen! Ich habe nicht gerade gesagt, wir machen ohne Brunnen. Oh, stimmt. Kacke. Aber ist okay. Beim ersten Mal ist das okay. Ja, das ist okay. Hast du nicht vorhin auch Brunnen? Ja! Du hast betrogen! Okay, dann lassen wir jetzt den Brunnen auch gehen. Du hast betrogen! Du hast ja betrogen. Hab ich gar nicht. Dir ist es auch nicht aufgefallen. Du hast mich verarscht. Du hast mich. Die hat mich verarscht. Immerhin hat dein Spieler doch gewonnen, ist doch gut. Ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Ich war doch hier mit Feuer. Nein, ohne Brunnen.
Sebastian und ich, wir spielen immer mit Brunnen. Also dafür bekomme ich 5 Sekunden extra. Nein. Doch? Nein, ich bin Herr der Spielregeln. Nein. So, weil ich fair bin, spiele ich auch nochmal mit dir. Nein. Ohne Brunnen. Nein. Los, komm. Was denn jetzt? Der Stein, Schere, Papier ohne Brunnen. Das ist der Stein, Schere, Papier Brunnen. Nicht. Zack, zack, zack. So, wieder gewonnen. Gut. Und ich sage nämlich, ich werde nicht anfangen, weil ich habe ja gespielt, ich kann das bestimmt. Du fängst an. Ben, ich gebe mir... Das wäre nämlich übrigens auch der Tipp für dich vorhin gewesen, du hättest nicht anfangen sollen. Ich gebe mir große Mühe. Du darfst es hier nochmal selber ausrichten. Ich habe das ja jetzt nur so aufgestellt. Steht richtig. Oh, guck mal, nur das heißt, bin ich jetzt aus der Schrift raus. Also, 3, 2, 1, go. Ich bin auch sehr gnädig. Na ja. Das war noch auf der Linie. Daniel sagt ja. Das war auf der Linie. Siehste. Das ist Beeinflussung. Überlebensmüde. Ja. Komm, das geht. Also Sandra zieht jetzt ganz gut davon. Pass mal auf, pass mal auf, dann nicht so schnell hier. Nein, was hast du gesagt? Das hat sie nicht gesagt. Was hast du gesagt? Wir sind hier schon nach 19 Uhr, da darf man das sagen. Nach 19 Uhr? Was ist das für eine Regel? Eine, die ich aufgestellt habe. Also 48 Sekunden 67. Das war verdammt schnell. Eieiei. Also Ben, ich habe alles gegeben. Für wen spiele ich nochmal? Für Thomas? Thomas. Ja. Thomas G. Punkt? Ja. Für Thomas so. D. wäre sehr lustig. Ja. Ah, also, für Thomas G. Punkt werde ich jetzt alles tun, was in meiner Macht steht. Thomas, es tut mir leid. Hex. Oh. Space Mambo Jumbo. Du darfst das selbst nochmal ausrichten. Also, ich habe es nur hingestellt. Du, Alter, wolltest mich doch hier wirklich hier ein bisschen rollen, ja? Wenn du den Tisch anfasst. Wenn du den Tisch dann wieder am Tisch antrittst. Nimm deinen Fuß da weg. Also, so. Bist du soweit? Denk dran, wo bist du? Ready? 3, 2, 1, go. Oh. Oh. Oh, das ist noch so ein Ding Augenring. Daniel sagt, dass es drin war. Nein. Bis jetzt, also ich habe genauso Auge zugedrückt wie eben. Ich glaube, Daniel hat die Augen einfach zu. Ja. Nee, komm, jetzt. Nee, komm. Jetzt bist du aber. Nee, das war drüber. Nein, das war jetzt wirklich drüber. Ja, jetzt musst du auf den Punkt wieder zurück. Du bist jetzt hier. Warte, du stehst nicht richtig. Guck mal, stell dich mal richtig hin. Was soll ich machen? Jetzt ist hier die Trauer vorbei. Erschwerte Bedingung hier. Zack, 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 zack. Oh, schon. Das ja, komm, ein bisschen muss ich mal ein bisschen fair sein hier. Das geht schon. So. Das finde ich nicht lustig. Das war bin ich? Minimal. Also, hat keiner gesehen? Oh, alter Schwede. Alter Schwede. So fährst du auch Auto. Das waren 52 Sekunden. Ach, also das sowieso. Aber ich dachte, und das auch noch mit Hühneraugen zudrücken. Ja, nur so, weil du mich gezogen hast. Aber nur deswegen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich gewonnen. Ben, herzlichen Glückwunsch. 250 Euro Einkaufsgutschein. Bis morgen. Vielleicht kriegen wir fürs nächste Mal Steven Gätchen. Steven, komm vorbei. Ja, ich weiß genau, dass du auf meiner Seite bist. Und dieses Unfaire hier, das hat endlich dann mal ein Ende. Nee, wir holen uns Stefan Raab. Oh, dann dauert die nachfolgende Sendung verschieben sich um 2 Wochen. Ja. Nee. So, haben wir noch ein paar Fragen. An wen geht das Ganze jetzt raus? Nochmal an Ben. Ben. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Wir würden noch ein paar Fragen beantworten. Wer noch dabei ist, bitte auf jeden Fall liked bitte unseren Stream. Würde ich mich super darüber freuen, weil es sind immer tausende von Leuten dabei, aber nur ein paar hundert drücken diesen Button. Gefällt euch das alles immer nicht? Sebastian macht den Zettel einfach übers Gras. Ja, guck mal, Vettel ist damit Weltmeister geworden. Also. Mit Betrügen hätte Sebastian gewonnen. Mit Betrügen. Hab ich nicht betrogen? Was ist das für eine Bestellung hier? Ja. Haben wir sonst noch Fragen? Nein, haben wir nicht. Weil die Leute kennen sich einfach zu gut aus bei Bosch. Willst du mal auf die Frageseite gucken?
Hab ich schon. Hast du schon? Okay. Mann, hier, was ist denn los? Keine Fragen? Keine Fragen, keine Fragen. Oh, guck mal hier, da hat jemand, hat Black Falcon hat für 1,19 Euro gespendet. Ach, guck an, ja, stimmt. Ich weiß, wir, die wenigsten kennen das, aber wir haben die Möglichkeit, ihr habt im Chat die Möglichkeit, eure Frage auch nach oben zu bringen, indem ihr einen kleinen Betrag spendet. Wir bewerben das jetzt nicht so, dass ihr bitte macht das, aber vielen Dank, Black Falcon, für die kleine Spende. Jo. Ja. Jo. Jo. Keine Fragen. Ihr seid jo. Also wünscht dann euch mehr. Vielleicht nochmal letzte Frage. Kann es sein, dass Sandra sich besser auskennt wie Sebastian? Hier. Ja. Pinky und Brain. Gut. Ich gehe dann mal. Tschüss. Warum ist da Blut auf dem Boden? Es ist kein Blut, das ist Lasur. Ja, das ist Lasur. Ja, ja. Rote Lasur. Okay, da es keine großen Fragen gibt und ich hier gedisst werde, sowohl von euch als auch von Sandra, haben wir es für. Ja, heule, heule. Haben wir es für heute. Schreibt gerne mal jetzt immer noch in den Chat, weil wir lesen uns das hinterher alles nochmal durch, was ihr gerne mal hier bei uns sehen würdet, was wir gerne hier mal machen sollen. Ob euch das Ganze gefallen hat, wie ihr die Angebote findet, denkt immer noch mal dran, das Ganze gilt bis Montag, 23.59. Wir hatten wieder jede Menge Spaß. Falls ihr uns fragt, euch fragt, wann ist das nächste Mal live? In Kürze. Wir gehen jetzt auch häufig mal unter der Woche live, geben das 1, 2, 3 Tage vorher bekannt. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Werkzeugfrage machen, wo ihr Fragen stellen könnt. Beim letzten Mal haben wir ein Oberfräsen-Spezial gehabt. Das ging richtig lang, war richtig intensiv. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich fand es cool, hat mega Spaß gemacht. Ja, vor allem, wie viele Oberfräsen haben wir auf dem Tisch? 20, 30? Viele. Der Tisch war voll. Alle. Jo, was sagst du? Haben wir noch was zu sagen? Regie, sind wir durch? Haben wir es für heute? Haben wir für heute. Ich bin ganz glücklich, ja. Du bist glücklich? Ja, das ich weiß, ich habe übertrieben. Häufig. Das hören wir nicht häufig. Bitte alle im Kalender rausholen. Oder lächelt er. Ja. Also einmal in der Woche ist der Punkt, da lächelt er. Das ist meistens Freitag zum Feierabend. Gut. Sebastian, geschnitten wird die Wurst, aber nicht die Kurve. Was ist denn das für ein Spruch? Morgen haben wir eine längere Autofahrt, das werde ich mir angucken. Eine Sache kann ich euch sagen, ja, bei Sandra gilt nur ein Motto, fährst du quer, siehst du mehr. Also, ich müsste mal, aber das, nee, das ist eine andere Sache. Wir haben eine GoPro im Auto, sollen wir das mal machen? Nein, das könnten wir, ich glaube, apropos, im Auto, wir haben heute ja versucht, mit dem BMW die Schraube rauszureißen, seht ihr demnächst bei Helden der Werkstatt. Ich kann euch nur sagen, Multimondi hält ordentlich was auf, gibt es auch bei GoTools im Shop. So, jetzt aber genug. Ihr guckt euch im Shop nochmal um, habt Spaß, habt Freude. Wenn nichts für euch dabei war, habt ihr trotzdem hoffentlich Spaß gehabt, hier uns zuzuschauen. Wir freuen uns auf das nächste Mal, euch zu sehen. Guckt euch die Videos an, demnächst der große Tauchseenvergleich und der, vielleicht haben wir auch ein Video vom 90FC. Vielleicht. Genau. Du hast jetzt die letzte Worte. Tschüssikowski. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Mann, was ist denn das hier? Ihr Profis am Berg, ne? Mit Tschüssikowski? Ja. Mann, ich weiß nicht.